Geht's? Ich finde die Begrüßung doof. Ja, ich langsam auch. Können wir nicht die Ich weiß Leute nicht, mal ich weiß nicht, irgendwie. ich. Wir haben doch jetzt eine bessere Begrüßung. Nein, 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 nein. Die ist noch Ich meine, schlimmer. stell dir vor, du bist irgendwie neu auf dem Channel oder so und das erste, was du hörst, ist, dass ein Typ dich Faggot nennt. Können wir die Leute nicht irgendwie Ich nett finde das cool. begrüßen? Mit, keine Ahnung, Genossen oder sowas? Ich möchte auch nur mal Ich hinzufügen, glaube, dass mit ich letztes Mal Genossen jagen aufhören wir mehr Leute musste. weg als mit Faggot. Nein. Ich möchte Nein, auch ich glaube hinzufügen, dass nicht. ich letztes Mal aufhören musste zu zählen, wie oft ihr Faggot sagt, weil es einfach zu viel wurde. Ja, Ich finde seht generell, ihr? also ich glaube generell Nutte und Fäge, das ist nicht so begrüßenswert für Menschen, die neu sind. Intro. Willkommen zum Panzercast Nummer 10. So ein kleines Jubiläum ist es. Willkommen zum Panzercast. Ich möchte hier jetzt bitte so ein bisschen Feuerwerk. Wee. Meine Damen und Herren, Imaginäres. willkommen. Ja, wir sind schon zweistellig. Und Und noch es ein ist der Feuerwerk. erste, Schnauze jetzt, es ist der erste Panzercast im neuen Jahr. 2014. Hey. Yay. Lass die Korken knallen. Nein. Und wie im Wir alten feiern gar Jahr nicht so sinnlose Dinge. starten wir wieder. Unter anderem mit Markus. Wir können Hallo. auch nicht sinnlose Dinge feiern wie. Chanukka. Gibt es sowas? Gibt es wirklich, Was Olli? das los ist. Ey, Wir lass können ja was Chanukka feiern. in Ruhe. Wieso? Der hat gesagt, wir können auch Sachen, die nicht sinnlos sind, feiern. Da habe ich Ah, Chanukka nichts. gesagt. Ja, okay. Ja. Was ist Das denn ist eigentlich aber? korrekt soweit. Was ist Ja, Hanukkah? wobei. Chanukka ist das jüdische Weihnachten. Ja, aber dann Das ist ist es ja ziemlich auch beschissen. Liegt jetzt der sinnlos. Unterschied? Das eine heißt Chanukka, das andere heißt Weihnachten und Nein, die. also Kevin, jetzt wirklich, wenn du wirklich meinst, das ist wirklich so einfach, ja, du nennst das einfach nur anders, obwohl die dann was. Das war Nein! ja was komplett Ich anderes. wollte es ihm jetzt leicht erklären. Weil Du hast das. gar nichts erklärt. Doch, Was das ist, hast es du ist denn das für das? jüdische Äquivalent dazu. Es ist nur nicht genau das gleiche. Aber das ist doch ein Äquivalent, oder? Naja, das Pendant wäre dann der bessere Begriff. Jetzt wird es immer fanziger und Ja. weniger verstanden. Immer Das fanziger Gegenstück in der und Regel. weniger Inhalt. Es ist, glaube ich, zur selben Zeit wie Weihnachten, aber sie feiern was anderes. Ja, Nein, sie das feiern natürlich feiern nicht. sie. Sie feiern halt Weil. nicht die Geburt Jesu Christi, weil irgendwie glauben die nicht an den. Das wäre ein bisschen doof. Doch, Ja, doch, die glauben irgendwie, an sonst wäre den. es Ja, ja die haben ja irgendwie Christen, umgebracht. ne? Kevin, sie glauben schon an den, sie glauben nicht, dass er Ja, der Messias sie war. glauben, dass er existiert hat, das lässt sich ja auch nicht verleugnen, aber sie glauben halt nicht, dass er der Messias Hey, war, ich ja. verleugne, was ich will. Fuck Ja, you. aber dich nimmt ja auch keiner ernst. Kannst Oh, mich nicht abhalten. Das kann dich ganz schön in schlechte Sachen bringen, wenn du bestimmte Sachen verleugnest. Ja. So, bestimmte Sachen, die so zwischen 1939 und 45 passiert sind. Es gab Tja! einen Faust. Ja. Ja, Alles eine sowas wie. Geschichte in der So wie Kurzform. bei so wie bei Family Guy. So zwischen 39 und 45, da waren alle im Urlaub. Sonst gab es Da. keine Geschichte. Ja. Ja. Die hat sich einer ausgedacht. Ja. Ich meine, das fliegende Spaghetti-Monster gibt's auch. Obwohl viele sagen, das haben sich welche ausgedacht. Das ist das fliegende Spaghetti-Monster. Ist das nicht von Simpson? Nein, das ist von South Nein. Park. Es ist aber auch, glaube ich, generell schon so eine Bewegung. Irgendwie, es gibt auch, glaube ich, eine Religion, beziehungsweise eine Bewegung, dass die Welt irgendwie jeden Sonntag untergeht und dann am Montag oder so neu geschaffen wird. Es ist also sozusagen Ganz streng. jeden, ja, es ist irgendwie, glaube ich, jeden Monat, Montag irgendwie immer eine neue Welt oder jeden Monat oder so. Also es gibt schon ganz lustiges Religion. Naja, du Wobei kannst sie mein. lustig oder fail nennen. Nein, nein. Nein, nein, nein. Olli, Nein, nein, nein. wir wollen jetzt doch hier nicht über andere Leute ihre Religionsgemüter Also und echt, seit wann ihre beleidigen wir ganzen. andere religiöse, politische oder ethnische Minderheiten? Was Eben. machen wir ja gar nie. Eben. Ja, Also, außer wenn es gigantische vor allem Faggots. nicht der Baumi. Ganz ehrlich, wir müssen es irgendwie mal durchbringen, dass Baumi mal irgendeine Wette oder irgendwie wir irgendwo kaputt machen, dass er mal in einem Video lang nicht Faggot sagen darf. Oder nur fünf. Das ist, wir müssen irgendwas finden, wo wir den irgendwie schlagen können. Keine Ahnung, wir spielen Street Fighter, sonst was, damit der Street Baumi Fighter Cross irgendwann Tekken mal. spiele ich gegen ihn. Dann gewinne ich. Nein, der Ah. Butterfash nur. Nein, Du kannst Kevin. einfach nur nicht gegen Law gewinnen. Weil du keine Ahnung Ja. hast, was du You machst. don't Das ist break the law, the law Spam. breaks you. Spamst den gleichen Button 10.000 Mal Stimmt gar hintereinander. nicht, alles gelogen. Ich hau dich einfach weg, weil Law awesome ist. Ich bin ja dafür, wir nehmen ein Spiel, was keine von den beiden gespielt hat, irgendwie Ikaruga oder so. Das kannst du Ikaruga. aber nicht gegeneinander wirklich spielen, oder? Wieso? Competitive machst du, wer den höheren Highscore hat. Oder wir spielen noch mal Das Siedler. ist doch nicht competitive, das ist ein Bullshit. Olli, höherer Highscore ist nicht wirklich competitive in meiner Hinsicht. Auch nicht. Spaß und sowas. Arcade-mäßig war es schon ziemlich hart competitive, ich meine. Ja, aber das ist einfach so. Ich weiß nicht, das könnte, glaube ich, bei Ikaruga auch Glück sein, oder?
Also wenn du, also bei Ikaruga stell ich mir vor, dass ist Ikaruga bitte Glücksspiel? Warte, wenn du mich das aussprechen lässt. Das basiert auf 100% Skill. Olli, wenn du mich aussprechen lässt, und die beiden kommen wahrscheinlich 10 Meter, aber einer von denen kommt 11 Meter, weil er irgendwie eine Kugel gedodged hat, aus irgendeinem Grund auch immer, und der hat gewonnen. Man, Skills, ganz die Anfang nicht. Also die kommen schon ein bisschen weiter. Hab ich schon mal gesagt, dass ich es nicht mag, wenn ihr euch an irgendwelchen Beispielen auffängt und meint, das ist aber nicht so. Jedes Mal, glaube ich. Jedes Mal. Ich lasse hier, glaube ich, aufhören, Beispiele zu benutzen. Beispiele sind nicht gut für irgendwelche Sachen. Aber Themawechsel, Steambox. Müll. Oh. Hat irgendjemand eine Ahnung davon? Ja. Ja. Die Steambox ist so im Großen und Ganzen einfach nur eine Möglichkeit, viel Geld in irgendwas zu pumpen, was kein Mensch... Also Olli antwortet mit Nein, das ist gut. Kevin, hast du eine Ahnung? Ich weiß nur, dass es das eine Konsole halt von Valve ist, wo man eben seine Steam-Spiele spielen kann. Kevin hat also auch keine Ahnung. Wunderbar. Also, Nikola, fang mal an. Gut, die Steambox, ne? Die wurde jetzt letztens auf der... Olli war das... nicht Olli, Markus, war das die CES? Oder? CES, die ist noch, ja. 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 Die Consumer Electronics Shows für die Leute, die Electronic Show für die Leute, die es nicht wissen. Ja, und für Leute, die es interessiert, besonders. Meine nur. Ja, auf jeden Fall, da hat dann unser Savior und Lord und Shield Gaben. Praise the Lord! Give me your best shot for game is my shield. Ja, hatten wir das eigentlich schon mal als Bild drin, dass wir das irgendwie zeigen? Das Game Shield. Das werden wir jetzt als Bild drin haben. Gut, warte, Kevin, ich schicke dir eben das Game Shield, während ich das erkläre. Da hat halt Gaben die Steambox bzw. die Steamboxen vorgestellt, die dann jetzt von verschiedenen Hardware-Herstellern bzw. wie nennt man das, Hardware-Vertreiber, also sowas wie, keine Ahnung, Alienware, Alter. Wer Alienware kauft, ist ein vollkommener Vollidiot. Zu Alienware möchte ich nachher auch noch was sagen. Weil Alienware ist nichts anderes als überteuerte Hardware mit einem scheiß hässlichen Heldenkopf. Könnte das auf jeden Fall ein Produkt bezeichnen, aber egal. Ja, auf jeden Fall hat er die vorgestellt und die Steambox ist eigentlich in der Form eigentlich nur ein Mini-PC sozusagen. Wahrscheinlich nicht mal ein Mini-PC, je nachdem, welche Version du kaufst. Und die gibt's dann halt von verschiedenen Herstellern zu verschiedenen abgespeckten beziehungsweise High-End-Versionen, wobei das auch, glaube ich, von dem Hersteller abhängig ist, welchen Preis sie verlangen, weil ich glaube, die Steambox von Alienware kostet irgendwie 2000 noch was. Also ich glaube, die billigste, die liegt, glaube ich, so bei 4,99 und die teuerste ist bei 2,5 irgendwie. Ja, ich glaube, ich hatte die Zahlen für 6.000 gesehen. Die teuerste ist 6.000, genau. Beziehungsweise es gibt noch einige besser ausgestattet, da steht aber noch kein Preis fest. Ja. Ja. Auf jeden Fall, die sind für die meisten Leute viel zu teuer, was das angeht. Und da kann ich bedingt zustimmen in Bezug darauf, dass wenn sie schon einen PC oder Konsole besitzen. Ich meine, du brauchst keine Steambox, wenn du beides hast, beziehungsweise eins davon. Beziehungsweise, wenn du PC hast, kannst du dir eine Steambox selbst bauen. Du haust den OS drauf. Eine Steambox ist ein PC mit dem SteamOS. Ja, ist eben, nicht. Das ist in der Box. Ja, deswegen. Das ist alles, was das ist. Ja, und das Schwierige, beziehungsweise das Einzige, was ich an der Steambox jetzt so erkenne, ist, dass es dir sozusagen so ähnlich wie so ein PC-Shop ist, was dir sagt, ja okay, wir haben hier ein funktionierendes System, das du nicht zusammenbauen musst. Wir bringen es zu den und den Preis an. Such dir halt das aus, was für dich am meisten rentabel ist, beziehungsweise womit du am zufriedensten wärst, und kauf dir den Shit, wenn du noch kein PC hast. Ja, also der Unterschied zwischen einer Steambox und einem PC, also einer selbstgemachten Steambox, ist halt der, dass die Hardwarehersteller, die haben das Recht, noch zusätzliche Hardware reinzubauen, also so was wie besonderen Controller oder sowas, und sie können noch extra Software draufklatschen, was du halt, wenn du die Steambox selbst machst, nicht machen kannst, beziehungsweise dann halt irgendwie die Sachen selbst zusammenbasteln musst. Ja, nur das Problem ist halt, womit müssen wir denn rechnen, beziehungsweise was soll das bitte sein, weil so extra Sachen sind, ich glaube irgendwie in wie vielen Steamboxen war die Titan drin? Ich glaube ein oder zwei. Nee, ich meine jetzt nicht zu Grafikkarten technisch oder so, sondern dass du zum Beispiel sowas wie bei der Wii hast, ja so ein Balanceboard dabei, dass du sowas mit dazu klatschen kannst und dass die einzelnen Hersteller dann so Sachen machen können.
Ja, gut, aber wie gesagt, also das wäre jetzt für mich sogar so ein viele Fans, den ich nicht mal wirklich haben will, sogar sagen, in der jetzigen Generation mit Kinect ja, dafür, und dem ganzen Crap. Dafür gibt es ja unterschiedliche Anbieter. Ja, deswegen meine ich, also das wäre zum Beispiel etwas, wofür ich persönlich nicht mehr bezahlen würde, weil das, wie gesagt, für mich viele Fans ist, aber so die ganze Zeit diesen Shitstorm, der jetzt irgendwie sozusagen auf die Steambox niederhagelt, weil jetzt irgendwie die Leute aus welchem Grund auch immer irgendwie eine andere Vorstellung von der Steambox hatten, ja, verstehe ich nicht, weil das Ding ist halt einfach, sagen wir mal, in dem Sinne einfach ein PC, den du dir irgendwie ins Wohnzimmer hocken kannst, obwohl du dir auch, wenn du einen PC besitzt, dir ein 20 Meter HDMI-Kabel oder sonst was nehmen kannst, an den Fernseher packen kannst und fertig. Packst einfach SteamOS drauf und holst dir den Controller, wenn man den einzeln kaufen kann, wovon ich wahrscheinlich ausgehe. So, und hast dann hast du das Ding. Sowieso Big Pictures. Da brauchst du einfach nur ein HDMI-Kabel. Dann machst du HDMI-Kabel. 90% der Fernseher, die im Moment draußen sind, haben HDMI-Eingänge, Anschluss. Meistens 2 bis 3 Stück. Klopfst du einfach in einem Ding das HDMI-Kabel vom PC rein, machst PC an, fertig, hast eine Steambox. Ja, es gibt das Argument, was ich halt sozusagen habe in dem Bezug auf die Steambox ist, das ist wirklich für mich, für die Leute, die noch keinen wirklichen Gaming-PC haben, weil ich kenne genug Kollegen, die einen Laptop haben und so und den einfach für Uni. Die halt den PC zum Arbeiten verwenden, soll es ja auch noch geben. Ja, nicht mal das, sondern einfach nur einen Laptop haben, der erstens noch zu alt ist für irgendwelche neueren Spiele oder sowas. Also einfach Leute, die meistens nicht genug Zeit oder Bock haben, Kevin, sich irgendwas von Hardware meistens reinzulesen, um zu gucken, vergleichen, passt das, ist das kompatibel, brauche ich noch das, das, das. Ja. Deswegen ist das einfach für mich semi einfach nur so ein PC fürs Wohnzimmer, den du da hinbauen kannst, wenn du noch keinen PC hast. Weil wenn du wirklich dir einen PC bauen willst, kriegst du meistens für den Preis schon bessere Sachen oder so. Aber dafür musst du dann halt meistens wieder Zeit investieren und Arbeit und sonst was, was die meisten Leute sich daraus wieder nicht machen wollen. Und vielleicht noch ein Grund ist, aber ich glaube, das wird niemals passieren, dass dann irgendwie Steam anfängt mit irgendwelchen exklusiven Deals. Dass dann irgendwie sowas kommt wie auf SteamOS oder Steam First, deswegen. Die Sache ist ja dadurch, dass ja SteamOS nichts anderes ist als Linux, kannst du sowas wie Exklusivität dir relativ schenken, weil das passiert ja auf dem Debian Linux. Das heißt, alles, was theoretisch auf SteamOS laufen sollte, sollte auch auf dem Debian Linux laufen. Mhm. Und Debian ist ja, glaube ich, eine kostenlose Linux-Version. Nee, es geht mir nicht darum, dass dann sowas anfängt wie, dass Steam dann sowas ähnliches macht wie Microsoft oder sonst wer, dass dann irgendwie ein DLC oder sowas oder was auch immer ein komplettes Spiel dann anfängt auf Steam zuerst zu kommen und dann irgendwie später jetzt auf Xbox oder sowas. Ja, wie zum Beispiel, wenn ich den Beispiel dann, Battlefield mit den DLCs, da gab es ja auch irgendwie, Shiner Rising war als erstes Xbox-Exclusive. Ja, dass dann sozusagen Steam anfängt bei solchen Sachen, dann jetzt sag ich mal aktiv reinzukommen, um jetzt sagen wir mal den Console Peasants den Krieg sozusagen in dem Sinne zu erklären, weil ich glaube Gabe Newell hat da irgendwie so ziemlich selbstbewusst gesagt irgendwie, dass er die Konsolen im Moment gar nicht als Konkurrenz sieht, weil die haben, glaube ich, irgendwie 2-3 Millionen, sage ich mal in Anführungszeichen, jetzt verkauft, während Steam irgendwie 65 Millionen User oder so hat. Also die PlayStation, die hat laut aktuellem Stand 4,3 Millionen verkauft und die Xbox ungefähr 3 Millionen. Ja. Und das nur so eben täglich so um die 7 Millionen aktive User. Im Moment sind es 6,46 Millionen. Ja, ich meine, die haben so, also zu jedem Zeitpunkt so um die 7. Ja. Deswegen. Ich werbe nochmal, um auf das Argument zurückzukommen, warum man sich so eine Steambox überhaupt kaufen sollte, ist halt so, wenn du eine Konsole hast, also in dem Fall wäre das dann eine schwächere Steambox, die sind halt, wenn du sie benutzt, leiser, als wenn du tatsächlich einen Rechner hast. Hm? Das bezweifle ich. Also ich höre meinen Rechner zum Beispiel überhaupt nicht. Dann kannst du auch einen relativ leisen Rechner haben, aber wenn du im Normalfall den Rechner kaufst, ist der lauter, als wenn du dir eine Konsole kaufst. Ja. Das ist es kommt drauf an, Markus, weil es gibt schon Xbox oder, ich weiß gar nicht, bei PlayStation glaube ich auch einige Spiele, wo dann wirklich die Konsole wirklich am Rattern und dann sonst was Geräusche machen ist. Also zumindest bei der Xbox. Also ich weiß jetzt nicht bei der PS4 und Xbox One, aber auf jeden Fall die
älteren, also Xbox und PlayStation 3, hat zumindest bei den späteren Spielen, wo es wirklich so langsam an die Grenzen der Konsole ging, wirklich schon öfters Geräusche von sich gegeben. Wobei bei der PlayStation 3 finde ich das weniger tragisch als bei der Xbox, weil die Xbox, die hat teilweise echt so unglaublich... Ja, wie gesagt, das bezieht sich halt auf die alte Generation. Ich habe keine Ahnung, wie das bei der Xbox One ist, nee, weil ich glaube... Also bei der ersten, also bei der Fatty, die ging eigentlich auch noch, die war fast durchgehend irgendwie immer ziemlich ruhig. Da kam zwischenzeitlich mal, dass du das Laufwerk gehört hast, wenn die CD gelesen wurde. Aber dass ich jetzt irgendwie sagen kann, oh, das Teil war irgendwie durchgehend konstant immer sehr laut, konnte ich jetzt nicht behaupten. Ja. Deswegen, also das Argument habe ich leider, Markus, irgendwie keinen Vergleich im Moment, leider, tut mir leid. Und was ich auch noch sagen wollte mit der Sache, dass sich jetzt so viele darüber aufregen, dass das ja lauter teure Dinger sind. Ich meine, als die Steambox das erste Mal announced wurde, wurde ja auch damals gesagt, dass es die mit einem Intel i-Prozessor geben wird und einer GTX 700 irgendwas. Und ja, wenn man da die Schwächen, ja, die 760 fing es, glaube ich, an und dann ging es hoch, 60, ja. 70, 80, ja. Titan. Und wenn man von den, wenn man von dann sich da die schwächsten Komponenten, beziehungsweise die billigsten Komponenten mal anschaut, sind allein schon die Hardwarepreise bei 300 bis 400 Euro. Da kannst du keine Konsole für wesentlich weniger auf den Markt schmeißen. Ja. Deswegen. Na, also bei Konsolen ist es so, dass die meistens verkaufen die billiger als das, was sie wert sind, an reiner Hardware. Ja, aber du, wenn allein schon CPU und Grafikkarte was wert sind, dann kannst du sagen, schmeiß den Rest, mach's als Verlust und schmeiß dann so auf den Markt. Aber das wäre ja in dem Fall dann schon grob 400 Euro oder so. Ja. Also auf jeden Fall die Grafikkarte allein kostet ja, glaube ich, also sagen wir mal, also die Titan kostet, glaube ich, 800 oder 900. Ja, von der Titan wollen wir ja nicht ausgehen, also die da drunter. Also schon jetzt die 87? Ja, die 87 Ti oder 87 so. Also halt irgendwie das Ding, was irgendwie 1000 Leute bei PC Gaming Master Race immer posten, was sie sich gekauft haben. Mal eine kurze, dumme Zwischenfrage. Ist die 780 Ti günstiger als die Titan? Ja, das ist halt sozusagen die abgespeckte Titan. Nein, weil die ist besser. Die hat nur weniger RAM, sonst ist sie in allem besser. Ja, wie gesagt, also mir wird immer gesagt, dass es die abgespeckte Version ist halt. Ne, die 780 ist die abgespeckte Version von der Titan. Die 780 Ti ist quasi die Titan nur mit halb so viel RAM und besser. Weil in der Titan, also... Ja, Ti ist doch, meine ich, die Abkürzung für Titan bei dem Ding drin. Das ist einfach nein, Ti ist immer abgespeckt. Nein, Ti ist nicht abgespeckt. Ti ist hier das voll... geöffnete Ding. Also, falls ihr nicht wisst, wie Grafikkarten hergestellt werden, beziehungsweise auch CPUs, du für so eine Generation machst du im Prinzip eigentlich nur einen Chip und je nachdem, wie viel am Chip defekt ist, je weniger defekt ist, desto bessere Grafikkarte wird es am Ende. Und die Titan, bevor es die 780 Ti gab, war quasi das Modell mit den wenigsten Fehlern. Dann kam die 780, dann die 770, 760 und so weiter, bis halt runterging, bis auf das Crap-Modell quasi. Und die 780 Ti ist jetzt mit Chips, die relativ komplett heile sind, also die besten Chips. Da ist gar nichts deaktiviert worden. Während bei der Titan hattest du teilweise noch geringe Deaktivierung drin. Und die 780 Ti hat, glaube ich, auch ein besseres Speicherinterface, hat aber dafür halb so viel Speicher wie die Titan. Ja. Das heißt, im Endeffekt ist die Ti besser als eine Titan, aber mit halb so viel Grafikspeicher. Auch wenn du sagen kannst, 6 GB RAM bei der Titan, das nutzt du nie aus. Eben. Ja, gut, dann bist du da halt auf einem neueren Stand. Wie gesagt, ich... Kann ich mal zu der ganzen Geschichte mit der Steambox. Ich finde es nur ein bisschen komisch, was Wolf da jetzt gerade abzieht. Weil als ich das erste Mal von der Steambox gehört habe, ich fand den Gedanken eigentlich ziemlich sinnvoll. Weil das ist so ein PC, den kaufst du dir einfach, das ist wie eine Konsole, es ist halt nur ein PC. Den stellst du dir dann neben deinen Fernseher und dann gibt's auf dem PC durch Steam, durch die ganzen Indies halt, weil es ist viel billiger auf einem PC zu veröffentlichen als auf einer Konsole. Weil beim PC, da kannst du halt einfach sagen, ja gut, hier ist die PayPal-Seite. Wenn ihr da so viel Geld hinsteckt, dann kriegt ihr von uns eine Datei. Und die Datei ist das Spiel. Punkt. Kann jeder machen.
Jeder. Wenn du versuchst halt natürlich auch Steam zu bekommen, weil da verkaufst du dich am besten, aber es gibt dann halt auch wieder ein paar Fälle wie jetzt Minecraft oder Game Theft Tycoon, die kommen auch ohne ganz gut zurecht. Aber das Problem ist jetzt nur, dass wenn man davon ausgeht, dass Steam, also das habe ich gedacht, dass die am Anfang machen, die geben einem praktisch einen PC, hier habt ihr eine Konsole, die ist halt ein PC, die könnt ihr auch aufrüsten wie ein PC, die könnt ihr an sich behandeln wie ein PC, weil im Endeffekt ist es ein PC. Aber es ist halt eine Konsole, das heißt, ihr könnt sie einfach kurz kaufen, jeder kann sie handhaben, ist ganz simpel. Es ist einfach nur eine Vereinfachung von diesem Gedanken, dass, ach, kacke PCs, da muss man jetzt lange sich hinstellen, muss man einen zusammenbasteln, dann wird man auch noch über den Tisch gezogen, wenn man den falschen Scheiß kauft, kauft man eine Grafikkarte, die nicht gut genug ist, könnte man eine bessere kaufen, verschwendet man 100 Euro, weil ich was kack drauf, ich hole mir eine Xbox. Kann ich auch Spiele drauf spielen, werden dafür optimiert, ist jetzt ehrlich kein Problem. Und mit der Steambox wäre das Ganze dann eben auch ein bisschen, wie nennt man das, wenn das alles so ein bisschen gleichmäßig wird? Nee, so gleichmäßig, dass alles generalisiert. Genau, es wird so generalisiert, weil du hast dann eine Steambox. Okay, ich habe meine eine Steambox, darauf programmiere ich jetzt mein Spiel. Das heißt, ich kann jetzt das machen, wie was die bei den Konsolen gemacht haben, wo die dann halt einfach den krassesten Scheiß aus dem beschissesten Hardware rausgeholt haben. Weißt du, solche Sachen wie, wie heißt das? Wie heißt dieses Kackspiel, dieses coole, das alle so top feiern? Last of Us. Ja, Beyond Two Souls ist auch ein super Beispiel. Weißt du, ich kann sagen über das Spiel, was ich will, es sieht super aus. Es sieht viel besser aus, als es aussehen sollte auf der Hardware. Ja. Und es ist einfach nur, weil die halt diese ganze, die Hardware so in- und auswendig kennen, dass sie den Scheiß einfach so hinprogrammieren, dass es passt, dass es gut ausschaut. Jetzt ist die Sache, diese ganzen Gedanken, okay, gut, weißt du, es ist einfach, sich so eine Steambox einfach zu kaufen, ist wie eine Konsole. Du kriegst Leute in PC-Gaming rein, SteamOS ist drauf, das heißt, Steam kriegt automatisch direkt einen Haufen mehr Nutzer, die dann auch wahrscheinlich exklusiv von Steam kaufen werden. Hört sich super an, hört sich logisch an. Wenn wir jetzt aber sagen, es gibt viele verschiedene Steamboxen, wird das alles über den Haufen geworfen und der Sinn geht verloren, weil die Daten. Ja, aber das war ja von vornweg gar nicht gegeben durch die unterschiedlichen CPUs. Ja, aber deswegen meine ich ja, ganz am Anfang, das war meine Vorstellung von der Steambox, jetzt haben die ganz viele Steamboxen. Wie viele sind es? 19 oder so? Ja, kannst du sagen, am Ende gibt es ein paar tausend oder so. Ja, es wird auf jeden Fall irgendwie jeder, ich will wahrscheinlich einen Panzercast Steambox geben. Kann ich nur kurz fertig machen. Nee, das Problem ist jetzt nur dadurch, dass wir die ganzen vielen Steamboxen haben, sind jetzt wieder so Leute, die davor sich eine Konsole gekauft haben, die stehen jetzt davor, stehen im Laden, stehen da 20 Steamboxen, also ja, was zur Hölle, welche soll ich jetzt kaufen? Ja. Die Programmierer, die können jetzt wieder nicht sagen, ach komm, wir haben ja, so ist die Hardware dafür, wir programmieren für die Hardware, wir holen alles aus der raus. Nee, die müssen jetzt wieder bedenken, ja gut, der hat das und der hat das und der hat das. Das ist jetzt direkt wieder komplizierter, da können wir da jetzt so viel individuell mitmachen. Ja, nein, aber dein Gedanke war schon von vornherein falsch, weil schon, warum? Als die Steambox angekündigt wurde, wurde gesagt, dass es unterschiedliche Hardware für unterschiedliche Steamboxen geben wird. Es wurde gesagt, dass man sie upgraden kann. Das ist alles, was gesagt wurde. Es wurde gesagt, dass es unterschiedliche CPUs und unterschiedliche GPUs bei unterschiedlichen Steamboxen geben wird. Das ist von günstig bis teuer. Dann, und damit kannst du nicht auf ein Modell programmieren, wie es bei Xbox oder PlayStation jetzt, ist. Ja, schau mal. Okay. Mag ja sein, das weiß ich jetzt nicht so genau. Aber darum geht's ja gar nicht. Sondern doch, das war doch gerade ein Argument. Nein, mein Argument ist, dass das, was ich erklärt habe, hätte Sinn gemacht. Da haben die direkt eine Zielgruppe. Ja, das Problem ist nur, jetzt, was du jetzt vorgestellt hast, würde daraus resultieren, dass die Steambox, sagen wir jetzt mal so, Mittelklasse-PC ersetzen würde. Also sagen wir mal so 600, 700 Euro. Das wird sich, glaube ich, so keiner kaufen. Warum nicht? Es ist eine Konsole. Müssen wir jetzt sagen, dass Leute kaufen sich keine PS4 oder keine Xbox? Ja, aber die kostet auch nur maximal 500 Euro. Das ist immer noch 200 Euro mehr. Ja, man kann ja auch eine Steambox mit 500 Euro machen. Ja, nur das würde dann wahrscheinlich nicht das gewährleisten, was du gesagt hättest. Natürlich. Aber weil ich glaube nicht, dass... Was ist denn die Zielgruppe von der aktuellen Steambox? Kannst du mir erklären, was für ein Ziel die mit dem Gerät verfolgen? Das wollte ich halt sozusagen, verstehe nicht.
Das Ding will wahrscheinlich jede Zielgruppe sozusagen damit ansprechen. Für Leute, die jetzt einfach nur sozusagen mal einen Ersatz für eine Konsole bzw. für einen PC haben wollen. Und das rechnet sich dann halt an jedes Budget bzw. jedes wahrscheinlich mögliche Budget durch die Hersteller. Nein. Du kannst jetzt, schau mal, es gibt einen Haufen Leute, ja, rein logisch gesehen hast du recht. Rein logisch gesehen. Kann man nicht abstreiten. Aber das Problem bei einem PC ist immer die Zusammenstellung. Ja, und wir können, das ist halt schon so viel, mal, sind, zum Entscheiden ist. Ja, ich verstehe schon, dass das wieder komplizierter wird. PC-Gamer, mehr oder weniger. Ja, ich meine, ich hab nicht mal eine Konsole. Du hast ein GameCube. Du hast eine Wii. Das zählt nicht. Und eine Wii. Willst du jetzt ernsthaft sagen, dass die Nintendo nicht mehr als Konsole zählt? Also, der GameCube ist wie alt? Das ist egal. Darum geht's doch gar nicht. Ja, ich habe seit Jahren da nicht mehr drauf gespielt. Also ich spiele exklusiv PC. Punkt. Ich habe N64 zu Hause, das ist auch eine Konsole. Du hast einen 3DS? Ich habe einen 2DS. Das ist keine Konsole, das ist ein Handheld. Das wird von manchen Leuten immer noch als Konsole gewertet. Das ist mir scheißegal, wie das von manchen Leuten gewertet wird. Das ist ein Handheld. Punkt. Gut. Das ist keine Konsole. Nee, aber um zurück aufs Thema zu kommen. Was ich jetzt sehe, ist, was du meinst, dass die Leute halt durch die ganzen Unterschiede nicht mehr durchblicken, was sie jetzt am Endeffekt kaufen sollen. Aber die Sache ist ja die, das Zusammenstellen der Hardware macht ja der Manufacturer dann. Du bekommst dann irgendwelche Kisten in den Kopf geschmissen und kannst dann nur noch aus denen aussuchen. Also das ist schon mal ein Fortschritt vom PC. Wobei ich sagen würde, dass 70% aller PC-Käufer einen Fertig-PC kaufen, weswegen das relativ wurscht ist. Ja, yeah, aber die Leute, die sich einen Fertig-PC kaufen, sind nicht die Leute, die sich eine Steambox kaufen. Ja, beziehungsweise kaufen sollen. Ja, im Normalfall nicht, hast recht. Aber die Sache ist ja so, Leute, die sich eine Steambox kaufen würden, kennen sich auch teilweise, also sollten sich zumindest mit der Materie gut genug auskennen, um zu entscheiden, was will ich haben und was bedeuten jetzt die Zahlen, die mir da an den Kopf geschmissen werden. Das ist aber, glaube ich, eher nicht der Fall, Markus, weil ich glaube, Steambox ist eher dann wirklich für die Leute. Also ich habe wirklich einen Kollegen, der gerade wirklich im Moment sich einen PC kaufen will, beziehungsweise zusammenbauen will. Und der kommt absolut nicht mit den Zahlen klar, weil ist zum Beispiel sowas wie, der kriegt irgendwie da eine Nvidia, was weiß ich, 600 noch was oder so. Also jetzt so ein Mittelklasse-Ding. Also jetzt nicht mehr so geil, sonst was. Und das Ding hat irgendwie irgendwie 5 GB DDR5 RAM. Und dann irgendwie hat er da so eine in einem Computershop im Vergleich eine R290X oder so, die eigentlich besser ist, die hat aber irgendwie nur, sagen wir mal, irgendwie 2000 RAM. Und dann sagt er, ja, die andere ist ja besser, die hat mehr RAM. Was faktisch nicht richtig ist, dass sie besser ist. Das verwirrt Leute einfach sofort. Das ist aber deswegen, Idiotenfischen, das wird leider zu oft betrieben. Ja, eben. Und, ja, aber genau das ist das Problem. Aber das ist aber das Problem mit der Steambox. Das ist aber, dann würde ich eher sagen, dass es eher eine Sache ist mit dem, sag ich mal, mit dem Budget, dass du wirklich einfach nur eigentlich schon sicher sein kannst, wenn du jetzt so eine Steambox für 700 Euro kaufst und eine Steambox für 500 Euro kaufst, kannst du doch eigentlich in der Regel sicher sein, dass die für mehr Geld mehr kann, beziehungsweise besser ist. Es sollte man von ausgehen, aber ist nicht automatisch immer so. Ja. Aber wie gesagt, also das wäre so mein Gedanke und dann, ich sehe einfach die Zielgruppe nicht. Wen möchten die damit, wen möchten die eine Steambox verkaufen? Ich meine, lass uns halt einfach mal jetzt so ein bisschen mal so hypothetisch mal durchgehen. Wir sind jetzt, ich würde jetzt nicht mal irgendwie, wir sind einfach mal so Gamer, die wirklich aktiv und sehr häufig einen PC benutzen. Die auch alles. Wir schon mal auf jeden Fall nicht. Und die Steam auch regelmäßig benutzen. Warum hätten wir einen Anreiz, uns eine externe Steam-Gerät zu holen, was nur dafür da ist, um Steam zu benutzen. Also ich sag's jetzt mal so, das ist nicht die Zielgruppe. Hätte ich mir jetzt am Anfang des Jahres nicht einen neuen PC gebaut, hätte ich mir höchstwahrscheinlich eine geholt. Ja. Das ist eigentlich auch mal eben meine Frage. Kannst du auf einer Steambox andere Programme installieren? Ja, ja klar. Du kannst auch sofort Windows installieren. Ja, du kannst alles quasi drauf installieren. Ja. Das Steam OS ist nichts anderes als ein Linux, auf dem du quasi Steam
starten kannst und das quasi, das ist dadurch besser im Gegensatz zu Windows, weil Windows ist quasi der Alleskönner, der aber auch für alles Ressourcen braucht, die ganze Zeit. Während das Linux gibt dir dann halt nur für das die Ressourcen frei, was du auch gerade wirklich verwenden willst. Und das ist extrem abgespeckt im Gegensatz zu Windows. Und dadurch kannst du auch aus der gleichen Hardware mehr rausholen. Das ist das, wo die Xbox und PS4 oder was für eine Konsole auch immer zurzeit den Vorteil, beziehungsweise immer schon den Vorteil gegenüber einem PC hatten. Ja. Aber also, abgesehen davon kannst du die Steambox benutzen wie einen normalen PC, nur halt mit Linux statt Windows. Mhm. Ja. Okay. Also das ist, wie gesagt, die Core-Gamer fallen dann definitiv raus. Dann hast du solche wie mich, die auch nebenbei noch aktiv auf der Konsole zocken. Ich sehe für mich persönlich keinen Grund, mir eine Steambox zu holen, weil wofür? Ich habe halt einen PC. Dann hast du solche Leute, die gerade halt sich einen PC suchen. Da hast du dann auch wieder die Sache, okay, viele Leute kennen Linux nicht. Ich persönlich habe mit Linux keine Ahnung, wie die Benutzeroberfläche ist. Keine Ahnung, wie das genau aufgebaut ist. Das kannst du aber jetzt mal, glaube ich, rauslassen bei der Bewertung, ja. Weil ich gehe davon aus, ich habe SteamOS jetzt noch nicht gesehen, muss ich zugeben. Aber ich glaube jetzt einfach mal, dass sie das schon so darstellen, dass man da gut zurechtkommt mit. Okay. Die Sache ist halt Linux. Ich glaube wirklich nicht, dass du dann irgendwie ein Wissenschaftler sein musst und dass dann nur mit DOS und sowas laufen. Also. Linux-Benutzeroberflächen kannst du dir zurechtpacken, wie du willst. Ja. Okay. Also ich habe Linux. Bei Linux kannst du alles machen. Du kannst von einer Konsole reinmachen bis hin zu deiner Benutzeroberfläche. Benutzer-guidenden Oberfläche oder wie das heißen mag, hab's vergessen, wie du es ganz genau von Windows gewöhnt bist. Und ich glaube, die Default-Einstellung ist relativ Windows-ähnliches System. Ja. Also ich habe Linux bei uns einmal im Seminar benutzt und das ist 1:1 wie Windows da eingestellt gewesen. Also ich habe null Unterschied gemerkt. Du hast da auch deinen Firefox oder sonst was und ich meine, irgendwie die Hälfte der Spiele, die wir haben, also du hast, glaube ich, sogar noch mehr Spiele als bei Mac oder so da drauf, also, ja, also darum musst du dich auch nicht... Ja, für den Arsch. Ja, deswegen, also so viele Probleme wirst du deswegen mit dem, sag ich mal, mit dem Programm so selbst wirst du nicht haben. Und selbst wenn, dann haust du einfach Windows drauf. Ja. Ja. Und wirklich, die wirkliche Zielgruppe, die ich mir wirklich vorstellen kann, sind ja wirklich die du gerade gesagt hast. Halt Leute, die sich einen PC bauen wollen, beziehungsweise haben wollen, aber keinen Bock da wirklich drauf haben, sich das so hart, einzulesen und sonst was. Also du guckst einfach nur so, okay, was ist mein Budget, was möchte ich unbedingt haben, was möchte ich spielen, auf welcher Grafikeinstellung und sonst was. Und dann, Eigentlich das, was ich mir immer auch überlegt, wenn ich einen neuen PC, ich überlege, welche Spiele möchte ich flüssig spielen können. Ja. Und dann schaue ich, was brauche ich dafür. So gesehen, ich wäre so einer, für mich wäre die Steambox, glaube ich, eigentlich auch gar nicht mal so schlecht, wenn ich jetzt nicht schon einen relativ guten PC hätte. Ja. Wenn ich jetzt, sagen wir mal, einen neuen PC mir kaufen würde, ich würde mir auch ernsthaft überlegen, okay, wenn ich jetzt auch für 500 Euro eine Steambox kaufen, dann kann ich erstmal die nächsten 3-4 Jahre wieder alle Spiele ohne Probleme zocken. Ja. Ah ja, aber welche Steambox kaufst du dir? Ja, das ist halt das Problem. Ich wusste noch gar nicht, dass es irgendwie 6 Millionen davon gibt. Ja, siehst du, das ist halt das, was ich meine. Weil das würde in dem Sinne Sinn machen. Genau das ist ja, das wäre eine gute Zielgruppe. Ja. Aber die machen die sich ja kaputt, indem die sagen, es gibt 20 verschiedene Steamboxen und dann kommen im Endeffekt nochmal 20 oben drauf und irgendwann hast du deine 100 und dann sind da, ja, kacke. Welche nehme ich jetzt? Das Einzige, was halt machen könnten, wäre sozusagen, okay, man hat so verschiedene Preisklassen. Man macht so 300, 400, 500, 600. Ja, das ist ja die Hersteller haben. Normalen PC. Ja. Ja, aber Olli, du musst davon ausgehen, dass wir jetzt die Leute meinen, die sich den PC nicht zusammenbauen wollen. Ja, ich meine, du kriegst bei genügend, wenn ich jetzt zum Beispiel guck bei Mindfactory, du kriegst da auch 1000 verschiedene fertige zusammengestellte PCs. Ja. Der müsste quasi dran stehen, also wenn, sagen wir mal, es gibt jetzt 5 verschiedene Steamboxen, dann müsste bei jeder Steambox sozusagen dran stehen, keine Ahnung, damit kannst du die und die Spiele auf Mittel spielen, damit kannst du auf Hoch spielen und mit der kannst du auf Ultra spielen oder sowas. Dass du dann wo liegt jetzt der Unterschied zu einem PC? Ja. Ja. Im Prinzip vereinfacht. Das hat nichts, was irgendwie ein PC. Das Ding ist einfach nur, ja, okay, da ist Linux drauf. Mehr ist das eigentlich nicht. Und ja, das ist, du kannst SteamOS wird erstens kostenlos und zweitens kannst du es auf jeden scheiß PC einfach drauf machen. Da hast du die Steambox.
Also das ist nicht das Problem, das ist, dass du das OS oder so. Das ist einfach nur sozusagen für Leute, die jetzt schon sich einen PC zusammenbauen wollen und irgendwie keinen PC haben wollen. Also sozusagen machen wir jetzt diesen Kasten einfach. Die wollen halt einfach nur die gibt das nicht. Der wird bestimmt einen Teil geben. Ich meine, Kasten, dann nimmst du einfach einen anderen Tower. Ja. Es will ich mir jetzt erzählen, dass es eine Zielgruppe gibt von Leuten, die sagen, ich hätte gerne einen PC, aber der soll nicht so aussehen wie ein PC. Es geht nicht um das Aussehen. Oder? Das hast du gesagt. Ja, doch. Ja. Es gibt zum Beispiel auch Steambox, die sind so dran gemacht, dass du die einfach hinten an deinen Fernseher dran schrauben kannst. Ja. Hier steht hinter dem Fernseher, glaube ich. Dran. Ja. Dann hast du in deinem Wohnzimmer hast du dann schönes, sauberes Bild, keinen Kasten rumstehen oder ja, so? Ja, das macht ja auch Sinn. Ja. Ja. Das macht Sinn. Ja. Ja. Es gibt auch welche, die sehen so aus, sagen wir mal, wie so ein Receiver oder sowas, dass das einfach nicht so als PC oder sonst was erkennbar ist. Xbox One? Ja, so ungefähr so, ja, genau. Ja. Hast du so wie eine Konsole? Ja, nicht unbedingt. Also ich finde zum Beispiel so eine PlayStation fällt schon irgendwie mehr auf als irgendwie so eine. Also vor allem eine Xbox One, die aussieht wie so ein VHS-Rekorder. Ja. Videorekorder, das bist halt im Wohnzimmer gewohnt. Ja. Ach, die wollten die tarnen. Das ist der Sinn von der Xbox One gewesen, jetzt ehrlich. Das soll nicht wirklich so aus dem Ding rausstechen. Ja. Wie gesagt, also ich würde mir das Ding selber nicht holen, weil ich einfach schon PC und so habe, aber ich meine, wenn sie es halt produzieren wollen. Wie sieht das aus mit der Upgrade-Fähigkeit von der Steambox? Das kommt von Hersteller zu Hersteller drauf an. Es gibt welche, die wollen ihre Steamboxen auch direkt flüssig kühlen und das kannst du dann im Normalfall nicht so einfach machen. Es gibt welche, die wollen das halt auf eine Custom-PCBs benutzen, also die Platinen komplett eigen machen und da kannst du auch nichts wirklich upgraden. Aber es gibt auch Leute, die nehmen, also Hersteller, die nehmen einfach nur ein eigen hergestelltes Gehäuse und klatschen ganz normale PC-Komponenten rein. Da kannst du dann im Normalfall auch ganz normal upgraden. Hast dann halt keine Garantie mehr. Ja. Weil ich kann definitiv davon ausgehen, wenn du jetzt irgendwie hast von Alienware oder so, wenn du dafür Komponenten suchst, dann heißt das, wir nehmen nur die original Alienware-Dinger. Ja, das heißt aber bei jedem Hersteller. Es gibt zum Beispiel bei meinem HP-Laptop war es so. Ja, aber Laptops auf so, upgraden ist sowieso immer so eine Sache, ne? Ja, nee, du konntest einige Sachen davon upgraden, ohne die Garantie zu verwirken. Und ich kann mir vorstellen, dass das bei der Steambox bei einigen Herstellern auch so gemacht wird. Dass du zum Beispiel einen RAM-Riegel kann ja jeder Idiot theoretisch tauschen. Er meinte, du hast da extra so eine Lücke, damit es nur auf eine Art und Weise reinpasst. Müssen sie da noch so einen großen roten Pfeil hinmalen, hier einführen. Oder so. Ja, das ist in der Regel mit diesem Riegel, dass du das nur in eine Art reinstecken kannst. Ja. Also wenn du das dann noch wirklich mit Gewalt reindrückst, dann bist du wirklich ein Idiot. Ja. Wenn du so merkst, dass du das Ding reindrückst und dann irgendwie ein Widerstand kommt, dann solltest du merken, das sollte nicht richtig sein. Versuche ich es mal andersrum. Use with force. Ja. Deswegen, das ist auch zum Beispiel so ein Ding, was Leute auch bei meinen, was wenn man so ein CPU oder so einbaut, dass es auch so ultra schwer ist oder so. Generell PCs zusammenbauen, finde ich ihn absolut nicht schwer. Weißt du, was das Problem ist bei eurer Argumentation? Ja. Wir kennen uns aus. Nein, ihr habt mit einer Sache recht. Es ist nicht schwer, einen PC zusammenzubauen. Aber die ganzen Leute, die... Also, nicht die ganzen Leute, ich habe jetzt keine Ahnung mehr, aber es gibt einen Haufen Leute... Ja, ich bin mir jetzt kein Name für die Gruppe. Ja, ja, das war mein Problem. Naja, red weiter. Diese Menschen, die sich das dann anschauen und dann davor stehen und dann sagen, ey, weißt du was? Ich habe keine Ahnung von dem Scheiß. Und ich trau mich da einfach nicht ran, weil was, wenn ich es kaputt mache? Die stehen davor und ich sage sie, ey, weißt du was? Ich habe keine Ahnung von dem Scheiß. Was mache ich, wenn ich es kaputt mache? Und jetzt? Die werden da nicht einfach hingehen und sagen, ja, es ist doch voll easy, da den Scheiß einzubauen. Und die werden da auch nicht hingehen oder ausprobieren, hey, na gut, vielleicht kriege ich es irgendwie hin, sondern die stehen davor und sagen, nee, ich lasse es lieber. Nachher mache ich es kaputt. Und aber was ist mit denen? So, warte mal, bei der Argumentation haben die Leute sich das Ding dann aber schon gekauft, oder? Weil ja, wenn die sich das schon gekauft... Ich rede jetzt von einem normalen PC. Ja, wenn die sich das schon gekauft haben,
Und die Leute in der, nicht in der Lage sind... Nein, die kaufen sich das nicht. Die, die gehen da gar nicht erst hin. Deren Argument, warum soll ich mir das kaufen? Ich krieg's ja nicht mal rein und ich trau mich nicht da rumzubasteln. Ja, weil das Problem ist, wenn du das nicht kannst, kannst du auch keine Anleitung lesen. Dann bist du auch zu blöd, um einen scheiß Grill aufzubauen. Okay, ja, also Steambox ist nicht für dumme Menschen. In der Form sozusagen, ja. Ich würde es nicht mal dumme Menschen sagen. Einfach nur Leute, die halt nicht mit PCs aufgewachsen sind. Meine Mutter würde den Scheiß nicht machen. Deine Mutter ist aber, glaube ich, auch nicht unbedingt die Zielgruppe. Wenn ich deiner Mutter der Bedienanleitung gegen den Kopf klatschen würde, dann würdest du das auch hinkriegen. Ja. Also wirklich, da steht, weil PC zusammenbauen ist wirklich einfach nur, stecke den Stecker in Platz A, stecke Stecker Platz B in Platz C. Ja, aber hey, es ist, glaube ich, wieder, warum gesagt, da ist halt bei vielen Leuten die Angst, ist bei mir auch, die Angst einfach viel zu groß, dass du da irgendwo ein kleines Ding umknickst und dann scheiße, ja, und dann geht ja der ganze Kasten nicht mehr, wenn du da irgendwo dich, ne, da brauchst du ja irgendwas, falsche Stecker, da irgendwo da was ab, das ist halt einfach, da, das ist für die meisten Leute einfach Hightech in Anführungsstrichen. Ohne das ist jetzt Neuland, Kevin, Neuland. Ja. Es ist für manche auch noch Neuland. Diese Angst ist mir vollkommen bewusst und bekannt, weil der Olli war ja auch so einer, der hat auch gesagt, hier Nico, bau den Scheiß zusammen. Weil das ist einfach. Nee, ich weiß, bei mir ist du brauchst halt so. Nicht jedes Mal einen PC einfach neu zusammen. Es gibt halt nicht so viele Leute, weißt du? Also ich habe mir vor kurzem eine neue Festplatte gekauft und dann habe ich die eingebaut, ne? Und ganz am Anfang, als ich da rumgebastelt habe, habe ich das so ganz vorsichtig versucht rauszuratteln. Ne? Und es ging einfach nicht raus. Und nach einer Weile habe ich einfach mit Gewalt den Scheiß rausgezogen. Da hat dem nichts ausgemacht. Aber es gibt halt ein paar Leute, oder es gibt nicht ein paar Leute, sondern das ist der Großteil. Wir sind die Minderheit in dem Fall. Der Großteil der Leute wird da nicht hingehen und an dem Scheiß rumratteln, sondern die sagen einfach, kack drauf, ich mach's einfach nicht. Aber das ist so eine Sache, die ist ein ganz großes Problem. Und zwar jetzt ein bisschen off-topic zu gehen. Oh. Das habe ich nämlich gelesen. Von CT gab es eine gute, EX war es, gab es eine gute Umfrage. Und zwar haben sie gefragt, Admins in Firmen. Was ist EX? Eine Zeitschrift von Heiser. Ach so, okay. Für Informatiker und so. Okay. Auf jeden Fall gab es eine Umfrage an Admins von Firmen, was sie sich an Verbesserungen an ihren Arbeitsplatz wünschen. Und über 80% haben mal ausgesagt, kompetentere Computer-User. Aus einem ganz einfachen Grund. Über 50% der Benutzer, wenn sie ein Problem mit ihrem PC haben, rufen sofort die IT an und versuchen erst gar nicht, den PC erstmal neu zu starten oder sowas. Ja, das heißt, IT-Crowd, haben sie schon mal ihren PC neu gestartet? Nein. Das Problem ist quasi nicht komplett das ein Überangebot oder so, dass zu viele Informationen an dich einprasseln, sondern dass sich viele Leute einfach nicht über das informieren wollen, was sie kaufen wollen. Ich meine, wenn man ein Auto kauft, da zahlst du deine 40.000 Euro oder sowas. Da informierst du dich davor locker. Das macht jeder, der ein Auto kaufen will. Aber wer kauft sich ein Auto für 40.000 Euro? Leute, die Geld haben, ist das ein Neuwagen? Für ein Auto haben. Neuwagen kosten so viel. Also ja, dann wir kaufen... Jetzt, das sind gar Traumi, nicht so Leute wenige. Kaufen Neuwagen, das ist ein Fakt. Also, ohne das gäbe es keine Autoindustrie, das brauchen wir jetzt nicht anzweifeln. Red weiter, Markus. Beziehungsweise beim Gebrauchtauto informierst du dich ja umso mehr, weil du wissen willst, was für Marken hat es schon und so. Ja. So, ab bei PC-Komponenten, warum kann man das dann nicht auch erwarten? Ja. Wahrscheinlich, weil die Leute sich dann denken, ich kriege wahrscheinlich so ungefähr dasselbe von der Xbox oder so und das ist dann zusammengestellt und fuck it. Ja. Deswegen, das ist so. Eigentlich ist finde ich, das Problem nicht, dass es irgendwie sowas wie die Steambox existiert, sondern eher, dass sowas wie die Steambox existieren muss. Damit Leute sozusagen mit dem PC-Gaming beziehungsweise mit PCs einfach mehr in Berührung kommen. Das ist wirklich einfach so, Leute einfach meinen so, ja, der Scheiß ist mir zu anstrengend, mache ich nicht. Es geht mir nicht mehr darum, um das Informieren, sondern einfach um das pure, diese Hemmschwelle, beziehungsweise generell, dass Leute überhaupt nichts informieren wollen. Ich meine, es gab ja irgendwie genug Leute, die dann irgendwie auch hier immer die Xbox und die Playstation die ganze Zeit am Analysieren waren, boah, was für ein Prozessor ist da drin und so und so, bla bla bla. Also ich meine, da gibt's ja auch so die Leute, die irgendwie mal so sagen, ja hier, die Playstation, die hat irgendwie 20 mehr Frames bei dem und dem und sonst was und also, ich meine, warum gibt's da so eine Hemmschwelle am PC? Und es ist ja eigentlich schon
in der Regel so, dass wir eigentlich wissen, dass das, sagen wir mal, in dem Sinne PC-Gaming nicht wirklich hart am Wachsen ist. Doch, also würde ich sagen, dummes Gelaber. PC allgemein, ich meine, das ist jetzt nicht mal auf Gaming allgemein ausgelegt, sondern PCs generell, da ist so eine ziemliche Hemmschwelle, dass dann heißt, oh Gott, so, so auch, wo meine Eltern sich einen neuen Laptop geholt haben, da war dann auch, hör mal, Junge, was brauche ich, wonach muss ich achten, was ist wichtig, und die haben halt gefragt, aber das ist halt, und die spielen jetzt in dem Sinne halt so Spiele wie, weiß ich, glaube Bejeweled oder so, wie heißt das, wo du da die drei Steine immer hin und her schieben musst. Ja, sowas halt, ne. So zum Beispiel. Ich meine, die haben sich halt auch gefragt, weil sie nicht wussten, haben sie halt auch informiert. Das ist doch, sprechende Menschen kann geholfen werden, ist klar. Wenn das, okay, die müssen halt PC, auch mal fragen. Aber, oh Gott, ich hab Angst, ich weiß jetzt nicht, was los ist. Ja, mein Gott, dann frag halt, wenn du nicht weißt. Ich meine, in der Schule heißt das ja auch, ja, hast du das verstanden? Nö. Ja, warum fragst du nicht? Weiß ich nicht. Ja. Genauso. Du willst dir PC kaufen, weißt du, was du willst? Nee. Warum hast du dir überlegt? Weiß ich nicht. Genauso. Junge, Mensch, warum? Ja. Und so sind wir bei der Gesellschaftskritik. Ja, ja, ich meine, es ist doch angebracht. Das ist ein Problem von der Gesellschaft. Da kannst du ja, Leute wollen einfach nicht, wollen sich irgendwie alles haben, aber nichts informieren oder sonst was. Irgendwie möglichst wenig Aufwand für alles. Ja. Ich meine, Menschen sind scheiße, wir wissen es. Ja. Und da kommen wir jedes Mal an. Da kommen wir ja jedes Mal besonders an. Besonders du. Ja. Eigentlich ist ja Kevin der größte Scumbag. Weil Kevin ist eigentlich so einer der Leute, der genau unter dieses Schema passt. Wieso? Welches Schema? Irgendwie, Kevin hat Problem X, hat keine Ahnung, wie er es löst. Scheiß drauf, Problem wird nicht gelöst. Doch, ich frag euch. Oder ich google's. Meistens frage ich dich und dann sagst du, google es. Und dann kann ich das Problem lösen. Ja, also. Ja. Dann frag ich doch. Das ist ja, ne? Ja, aber du schiebst die Probleme auch extrem lange auf. Boah, es kommt nur drauf an. Wenn irgendwas irgendwie nicht beim ersten Mal funktioniert, gibst du meistens auf. Es kommt drauf an, wie wichtig mir die Lösung des Problems ist. Ja. Ich meine, du hast dich öfters schon beschwert, irgendwie zum Beispiel, dass dein PC irgendwie bei bestimmten Spielen abstürzt oder sonst was. Und wie lange hat es dich gebraucht, irgendwie dich mal zu irgendwas informieren? Ich meine, du wusstest nicht mal ein Jahr lang, irgendwie das Problem war schon, glaube ich, so lange, was für ein scheiß Mainboard du hast. Damit du überhaupt irgendwie was anfangen kannst, was du dir da einbauen kannst. Doch, ich habe auch keine Ahnung, was ich für ein Mainboard habe, aber ich kann es nachschauen. Ja, aber das hat Kevin halt einen Jahr gedauert. Ja, das Problem war, ein Spiel ging nicht. Shogun 2. Und das habe ich dann halt ein paar Mal spielen wollen und dann habe ich es halt nicht mehr gespielt. Habe ich halt andere Sachen gespielt und die liefen dann wieder. Und dann hatte ich halt, dann war das halt nicht mehr so wichtig. Aber ja, klar. Nee, aber auf Nico, die Sache ist halt die, ich weiß auch nicht, was mein Mainboard, wie das jetzt genau heißt, aber ich weiß halt, was es hat. Ja, ich weiß. Ja. Also ich weiß bei meinem Mainboard, was es kann, beziehungsweise was ich einbauen könnte noch. Ja. Also, aber Kevin hat absolut keine Ahnung, was für Komponenten. Um jetzt mal einen Kevin weniger zu dessen Kern, ich habe auch keine Ahnung von dem Scheiß. Null. Ich habe meinen PC auch nicht selber gebaut. Also ich habe ihn mir mehr oder weniger selber gebaut, aber ich habe mir halt Hilfe von jemandem geholt. Weil allein hätte ich das nicht hingekriegt. Ja, ich habe ihn mir bauen lassen. Ja. Aber ich habe mir halt Hilfe von jemandem geholt, wir haben die Teile bestellt. Oder ich habe die Teile bestellt mit dessen Hilfe und dann habe ich mir den dort zusammenbasteln lassen. Habe ich ja bei meinen auch gemacht mit Nico. Habe ich auch gesagt, hör mal, weil ich da auch noch nicht so wirklich geplant hatte mit dem Motherboard und alles, habe ich auch gesagt, kannst du mir mal eben helfen? Ja, und fertig. Aber ich habe halt gefragt. Das ist halt so. Ja. Das ist einfach so cool. Also ich meine, ich. It's a kind of magic. Menschen. Menschen. Ja. Ich meine, ich habe den Olli nur geholfen, weil ich irgendwie Pizza gekriegt habe. Ja, das war irgendwie. Das ist auch wieder menschlich, ne? Man muss sofort kind of bezahlt magic, werden. Man muss einfach nur wissen, was man beim Arbeit und Aufwand macht. Nicht, man handelt man nicht mehr aus Nächstenliebe. Man muss immer irgendwas dafür bekommen. Man sollte allgemein alles mit Pizza bezahlen. Ja, Geld abschaffen und nur noch Pizza als Währung. Funktionieren. Also bei mir funktioniert es, gibt mir Pizza und ich bin glücklich. Ich würde auch gerne Steam mit Pizza bezahlen, aber ich glaube, das ist so schlecht. Wir schicken Gaben eine Pizza einfach. Das ist ja doch bestimmt dabei. Das Problem ist nur, dass das funktioniert wahrscheinlich nicht auf kurz oder lang. Ja. So, Pizza wird schnell schlecht. Ja, hallo, du rufst natürlich in Amerika bei einem Pizzalieferanten an und sagst dem hallo. Ich schick den so von irgendwelchen Läden Pizza. Ja. Nein, gibt's einfach Valve Pizza. Einfach so eine Tiefkühlpizza. Ja. Ja, und das wird wirklich mal so das, richtig das, geil. Valve Pizza. Dass du einfach, wenn du bei denen eine Pizza kaufst, dass du irgendein random Steam Key mit dabei kriegst. Ja, da müsstest du aber die Pizza schon ein bisschen teuer machen, weil du musst mal bedenken,
Was ja, kostet so das durchschnittliche Spiel auf Steam? Musst du 10 dann Euro? Halt verschiedene Angebote machen. Ich würde sagen, 3 Pizzas. Mini-Steam oder Mini-Steam-Pizza, Big-Pizza-Steam oder irgendwie. Ich meine, das muss doch ein neues Feature von der Steambox sein, ne? Dass du irgendwie Gabe anders huldigen kannst, außer mit Geld. Der ist wahrscheinlich das Gesicht von Gabe drauf gemalt. Ja, aber, ey, ganz ehrlich, das ist der größte Fehler bei der Steambox. Es ist kein Companion Cube. Oh. Uns heißt nicht Gabe. Kann man nicht einfach als Privatperson theoretisch sich selber so eine Steambox entwickeln lassen? Du musst nicht mal eine entwickeln lassen. Du bastelst dir einen PC, machst den in eine eckige Kiste und fertig. Ich möchte den schon so entwickeln lassen, dass sich andere Leute meine Gabenbox kaufen können. Ich glaube, das ist lizenziert. Ich meine, du kannst dir die Teile zusammenbauen. Ich kann mir einen Laden aufmachen, der einfach nur Gabenboxen verkauft. Das ist bestimmt ein Markt, zumindest für PC Gaming Master Race. Ja, das glaub ist ich auch. Durchaus ein Argument. Ja, das ist meine Klientel, Baumi. PC Gaming Master Race akzeptiert. Ja. Bessere Zielgruppe als die Steambox aktuell hat. Aber um jetzt mal vom Thema Steambox wegzukommen, weil darüber reden wir auch schon grob eine Stunde. Was? Wirklich? Wirklich? Kevin, wie lange schon? Von der Steambox zu einem anderen Gerät kommen, was ich eigentlich finde, was irgendwie ziemlich interessant ist, nämlich von Razor die Christine. Oh, ist das dieses Swappable-Ding da? Genau. Dieses mineralgekühlte. Wir machen auch mal. Olli, willst du es vorstellen? Ja, ich kann mal, also ich habe jetzt noch nicht mich komplett damit beschäftigt, aber ich habe da schon ein bisschen von gesehen. Und zwar ist das so ein Multi-Swap-Teil. Da kriegst du dann nur diesen Tower, das ist dann das Grundgerüst, wo da unten der Kühler und Stromeinheit drin ist. Und dann kannst du jeweils an den Seiten so extra vorgefertigte Einheiten reinstecken, wie Grafikkarte, Prozessor und all solche Scherze. Und das Teil sieht, okay, man muss jetzt Razor, entweder mag man das oder nicht, aber die Art, wie das konzipiert ist und diese Idee dahinter, dass du einfach nur diese CD-Ständer reinklopst und fertig, einfach nur Plug and Play mit einem kompletten System, das finde ich irgendwie ziemlich geil. Auch wenn ich da so ein paar Probleme mit habe. Ich möchte wirklich gerne wissen, wie groß das Ding ist, weil das sieht wirklich für mich jetzt im Moment aus wie einen halben Meter hoch. Ja. Weil das sieht gerade irgendwie, finde ich, so lustigerweise aus wie so ein alter CD-Ständer. Ja, was ich bei dem Gerät extrem finde, ist, dass du hast ja quasi diesen vertikal, das ist dein Mainboard, bei dem du dann horizontal deine Erweiterung reinsteckst, sowas wie CPU, Grafikkarte, wie ja Olli schon gesagt hat. Und es ist beliebig, wo du was reinsteckst. Und das finde ich relativ interessant, weil bisher ist es so, dass du hardwaretechnisch hast du halt feste Lanes für deine CPU und deine Grafikkarte und so. Und da ist es nicht egal, wo du was reinsteckst. Ich meine, du kannst deine CPU nicht auf den PCI-Slot hämmern und andersrum. Der Einstellung auf jeden Fall nicht. Ja. Also ich glaube, wir haben den Willen dazu haben. Da klappt das auch. Ja, und da ist es aus irgendwelchen Gründen möglich gegeben. Und das finde ich eine relativ hohe Ingenieursleistung, das erstmal hinzukriegen. Das läuft, das läuft alles auf USB 3. Halt. Aktuell ist das Ding nur ein Konzept, das gibt's noch gar nicht. So wie ich es gesehen habe, war das schon als Prototyp funktionsfähig. Ja, also weil ich davon gesehen habe auch. Was ich mich daran frage, ist, weil die haben, was ich gehört habe, gesagt, du kannst, egal was du machst, rausziehen, reinstecken, fertig läuft. Ja. Da habe ich mein Problem, wie läuft das, wenn du dir jetzt ein neues Teil holst, wie zum Beispiel ein CPU, wie läuft das dann mit dem System? Weil da muss ja irgendein Betriebssystem drauf sein, was so konzipiert ist, dass wenn du den bestehenden CPU, der drin ist, den rausnimmst und da einfach irgendeinen anderen reinpackst, dass es dann auf einmal wieder funktioniert. Ich sag's mal so, der Betriebssystem ist deine CPU relativ wurscht, sondern es ist erst BIOS dahinter, was da ein bisschen dafür sorgt, dass das... Mal so nebenbei, haben die Festplatten, da ist dann wahrscheinlich eine so eine Standardfestplatte drin, auf der das Betriebssystem drauf ist, oder? Ja, es sollte sein. Also wird das denn wenig Sinn machen, oder? Dann ziehst du auf einmal die Festplatte raus und oh shit. Ja. Das kannst du beim normalen PC auch machen.
Ja, nur beim PC ziehst du da, halt, die Komponenten Markus, raus. Es geht nicht darum, ob man es kann. Es geht darum, ob es sinnvoll ist. Ja, das, du solltest auch, wenn der PC läuft, da auch nicht deine Grafikkarte rausziehen. Das ist egal, was für eine Komponente ja, das ist. Das klingt sinnvoll. Ja. Ich meine, und ich wo, wie bei der Festplatte ist. Aber ich bin mit, kann man bei dem Pristine das einfach, während es läuft, so. Während der andere ist einfach eiskalt, komm, Deadname raus, neue Grafikkarte rein. Natürlich nicht. Ja, also ich sag's so, rein physisch ja, aber du solltest es halt nicht. Ich meine, du könntest jetzt bei deinem PC, könntest du jetzt auch an der Seite die Klappe aufmachen, wenn du eine hast, und da könntest du auch die Grafikkarte ausbauen. Das sollte man nur möglichst verhindern. Ne? Ja, wenn möglich vermeiden. Es geht beim laufenden PC irgendwie, ach komm, jetzt bauen wir einfach mal den Lüfter aus, oder ach komm, Prozessor raus. Ja, Lüfter würde sogar noch funktionieren, Olli. Beim Festplatten kannst du sogar während des Laufens wechseln. Das nennt sich ein Server. Ja, okay. Bam. Das ist ja schön. Jetzt einfach deine ich hab mich nur gefragt, ob es da jetzt eine Festplatte drin gibt, auf der das Betriebssystem ist, weil ansonsten... Also sollte schon, sonst sind... Dass du ja irgendwie immer ein Ding haben, was komplett die ganze Zeit drin sein muss. Ja, oder das ist so, weil unten in dem Fuß von dem Ding, da sind ja auch noch einige Komponenten drin. Ja. Das, ganz ehrlich, das Ding wird so geil, dass du das einfach so durch die Stadt mitnimmst. So dü hat oben so einen schönen Griff. Yeah, PC. Woo. Oder die haben das so gemacht, dass irgendwie, weiß nicht, die untersten vier zwei oder nicht rausnehmbar sind. Dinger, ne? Dass die untersten zwei nicht rausnimmst, dass da halt wirklich die Core-Dinger drin sind. Ja, die untersten zwei sind Wasserkühlung, steht zumindest drauf. Es sind alle wassergekühlt. Also, nee, sie sind nicht wassergekühlt, sie sind Mineralöl gekühlt. Ja, aber ich meine, ich glaube, die unteren Dinger sind halt sozusagen das Ding, was jetzt halt die Mineralkühlung, aber ein Ding heißt ja irgendwie Front HD. Also ich denke mal, das Ding, das wirst du nicht rausziehen können. Ja, also was ich gesehen habe, war unten dran das Netzteil. Ja. Mhm. Und ich glaube auch nicht, dass man das rausziehen kann. Ja, aber es geht jetzt eigentlich nicht darum, um zu klären, dass man rausziehen kann oder nicht, oder? Ja. Nee. Aber ich glaube, wir sollten irgendwie mal langsam irgendwie kein hardwarebezogenes Thema nehmen, sonst kriegen aber wir Kevin nie mehr zum Reden. Ich hab sogar noch zwei. Ja, welches ich denn? Mein, Oculus Rift oder was? Was? Dieses neue, das Oculus Rift, was irgendwie von Valve oder sonst was ähnliches rauskommen soll. Oh, das sieht man dann immer nur Game? Nein, man sieht Game in 3D. In Virtual Reality. Krasser Scheiß, da bin ich für. Sofort. Unterstütze Game Rift. Ja, ganz ehrlich, so sehr du auch PC Gaming Master Race nicht magst, ne, du kriegst immer die neuesten News zu Gaben und Valve. Immer. Die Leute haben sehr gute Konzepte, was den Weltfrieden angeht. Ich meine, guck dir Gaben das Bild zum an. Präsidenten machen? Ja, Kevin packt das Bild. Ja, es wird niemals einen dritten Weltkrieg geben, weil Gaben alles mit einer 3 irgendwie nicht rausbringt. Gaben macht keine 3er. Ja. Ich meine, auf jeden Fall kann man zum Abschluss sagen, dass von Razer Konzept, was die hinter Christine haben, ziemlich geil ist. Finde ich zumindest. Also ich finde die Idee dahinter einfach so fertige Komponenten immer rein und raus. Ist halt revolutionär. Ja. Revolutionär. Dem, was ich mit dem ganzen Ding habe, ist an der Seite dieses grüne kleine Ding, was Razer symbolisiert, weil die Teile werden dann minimal teuer werden. Ja, wenn es ein Monopol ist, kannst du es vergessen, dass es kaufmäßig billig ist. Ich glaube nicht, dass die sich das patentieren können. Nee. Obwohl. Ja, also ich weiß nicht, also man kann es nichts in der Art. Beziehungsweise, du könntest es wahrscheinlich so machen, dass du diese Technik, womit das funktioniert, zum Teil patentieren lassen kannst, dass du einfach die Steckplätze nur mit Razer-Komponenten halt kompatibel machen kannst. Ja, aber Die Technik, die pure Technik nicht, aber ich glaube, dass du jetzt in so einen, sagen wir mal, in so einen Razer-Ständer nur halt die Razer-Komponenten reinstecken könntest. Ja, das wird das würde wahrscheinlich gehen. Aber prinzipiell, die Idee an sich können sie nicht patentieren, einfach nur, weil es eine Idee wäre, die den Fortschritt zurückhalten würde. Ja. Und sowas darfst du nicht patentieren. Ja, ich meine, das war jetzt zum Beispiel, glaube ich, früher bei der Super Nintendo auch so, dass die einfach sich das patentieren lassen haben, dieses Steckplatzsystem, glaube ich, oder irgendwie was haben die da patentieren lassen, dass das dann auch nicht irgendwie jeder machen durfte oder sowas. Also ich weiß es nicht, das war wahrscheinlich vollkommen auf den Blauen gegriffen, weil es gab ja vorher Atari und sonst was, aber ich weiß nicht. Bei Nintendo gab es ein lustiges Problem, da hatten die eine Zeit lang. Da war das nämlich so, dass Videospiele und Videospielkonsolen an sich war so sehr Nintendo, dass alle Welt die nur als Nintendo bezeichnet hat. Das heißt, Nintendo selbst
hat immer den Begriff Konsole gepusht. Weil wenn Nintendo als Begriff Konsole ersetzt, dann können die kein Copyright mehr auf den Namen Nintendo halten. Dann hätten die sich umbenennen müssen. Oh, das ist halt so, das habe ich auch noch nicht gehört. Gewesen. Oh Mann, Die haben Probleme. Nee, ich meine, Kevin, kennst du das nicht, dass irgendwie Eltern immer so sagen, ja hier, mach mal den Nintendo aus und du hast irgendwie eine Xbox 360 am Laufen und sowas. Ja. Ich meine, das ist halt, das gab halt damals nicht so viel. Und wenn du, aber damals war das halt dann noch viel schlimmer. Heute ist dann immer so ganz. Meine Eltern haben heute immer clever gelöst. Die haben immer gesagt, Junge, mach die Kiste aus. Ja, doch. Aber die gar nicht irgendwie spezifiziert haben gesagt, mach das Ding aus. Ja. Ja, so ungefähr. Der Fehler war ja eigentlich nur, dass uns gesagt wurde, wir sollen es ausmachen, ne? Das, wie das Ding heißt, war da völlig egal. So retrospektiv betrachtet, das stimmt sogar. Ja, ja. Mach einfach das Ding aus, mach die Lampe aus. Genau, das habe ich gemeint. Ich glaube, die hätten auch sagen können, mach den Teilchenbeschleuniger aus. What? Nein! Das Level von Mario. Also, ich will ja jetzt nichts sagen, aber über den Teilchenbeschleuniger hätte ich mich mehr gefreut als über eine Konsole. Ich nicht. Ich weiß nicht, aber ich glaube, so als Sechsjähriger weniger, Markus. Es gibt Sechsjährige, die freuen sich über Nintendo. Der hätte sich über ein Teilchen beschleunigt. Ich glaube, der Markus hätte sich auch damals irgendwie über so eine Titan gefreut. Der hat einfach nur pur so eine Titan hingeschmissen. Hier, Junge, hast eine Grafikkarte. Das würde ich ja echt gerne mal, wenn ich so eine Zeitmaschine hätte. Würde ich mir so einen richtig fetten PC zusammenbauen mit so einer Titan drin, irgendwie eine Zeit zurückreißen und dir einfach nur so eine Titan vorhalten und damit ihre Gehirne zum Platzen bringen. Das würde ich wirklich gerne mal sehen, irgendwie so den Ingenieuren von damals, so, keine Ahnung, nicht mal von damals, irgendwie, keine Ahnung, von 2000. Einfach so den, so eine Titan zeigen, hier, guck mal, das passiert in 14 Jahren. Look at this shit. Warum solltest du denen eine Titan zeigen und nicht ein Smartphone? Weil es Smartphones schon gab. Mhm. Vor 14 Jahren. Ja. Ja. Die waren halt nicht wirklich smart, aber es waren Multimedia. Es waren immerhin Phones, das muss reichen. Wir haben bei uns zu Hause, also wir hatten es, das ist mittlerweile kaputt, ein Apple Newton, das war quasi so eine Art Smartphone, nur ohne Telefoniefunktion, also quasi ein Tablet. Smart. Und das war smart. Das war einfach nur smart. Wir hatten auch einen Smart. Das kam in den 90ern irgendwann raus. Hießen die Dinger nicht zur damaligen Zeit noch PDAs? Nein, das war sogar noch vor den PDAs, war das, glaub. Also Steinzeit sozusagen. Damals gab es noch gar keine Zeit. Also ich habe hier den Newton und da steht vor PDA von Apple. Okay. Hm. Ja, Kevin. Ja. Auf jeden Fall. 93 kam da raus. Was hattest du denn noch für ein Hardware-Thema, was du... Der Intel Edison. Schon gehört? Nein. Nope. Also Markus, wirklich, das fragst du uns hier? Edison. Also ich meine, ich weiß, wer Thomas Edison war. Okay, stellt euch vor, Star Trek kennt ihr. So ein bisschen. Wenig. Gibt's also da Tentacles? Ihr wisst... sogar hier, und lustigerweise ja. Was? Was? Also, natürlich gibt's in Star Trek Tentacles. Ja, aber nicht so, wie der Olli das gemeint hat, glaube ich. Das ist mir vollkommen egal, wie der Olli das meinte. Es gibt Tentakel. Das ist ja langweilig. Ah, okay. Wir wollen die ja schon richtig Kevin, eingesetzt Kevin. Sehen. Also, was sind denn Tentakel? Nur etwas, das ich in meiner Freizeit erfunden habe. Ich weiß nicht, aber ich finde es irgendwie lustig. Also, um zurück aufs Thema zu kommen. Ja. Ihr wisst aber vielleicht, dass bei Star Trek die alle so eine komische Brosche dran hatten an der Brust, wo sie draufgehauen haben und dann irgendwelche gescheiten Sachen passiert sind. Wie zum Beispiel, dass sie mit anderen Leuten reden konnten oder so. Nein. Ja. Okay, ignorieren, Baumi, red weiter. So, und also, das... Halt, Leute mit roten T-Shirts gab. Genau. Das ist schon mal ein Anfang. Und das ist möglicherweise bald möglich, weil Intel hat den Edison vorgestellt. Das ist ein Computer, so groß wie eine SD-Karte. Das ist ein Dual-Core. Er hat einen Dual-Core-Prozessor. Auch RAM und alles drin. Und WLAN-Modul und Bluetooth-Modul. Du kannst damit quasi dein einfaches Modellbauauto steuern. Du kannst aber auch auf einer Tasse kannst dir quasi Informationen anzeigen lassen oder lauter solche Sachen. Oder du könntest zum Beispiel diese Communicators aus Star Trek machen, wo du dann einfach draufhaust und du quasi dein Mini-Telefon in Form von einer SD-Kartengroßen Brosche hast. Wir sind in der Zukunft.
Wir sind in der Zukunft. Meine Damen und Herren, diese Übertragung wird Ihnen gesendet aus dem Jahre 2287. Besonders, ich stelle mir das gerade so vor, dass du wirklich so jemanden hauen musst, damit das Ding funktioniert. So, ruf Mutter an. Nein, du haust dich ja selber. Aber das, Alter, das wäre so klasse. Du rennst einfach durch so eine, durch die Königsstraße oder so durch und mit allen Leuten klatscht so auf die Brust und das Ding geht an. Scheiß Teil funktioniert hier noch nicht. Au, au, au. Einfach nur so Leute anhauen und trollen und das sind einfach immer so die letzten angerufenen Typen. Ich meine, wie irgendwie, Leute haben schon damals irgendwie aus Versehen Leute angerufen, während sie das Handy in der Tasche hatten. Also das stelle ich mir zu ganz komischen Situationen vor, wenn du auf einmal irgendwie so, ja hallo, nein, ich habe dich nicht gerufen. Tschüss. Das muss auch dieses Geräusch machen. Das muss wirklich diesen Star Trek Sound haben. Ja. Ich möchte auch, dass das Beamen dann danach kommt. Nee, ganz ehrlich, das Beamen ist uninteressant. Ich will lieber diesen Partikelgenerator da haben, der irgendwie alles aufteilen kann und dass du dann... Ja, Markus, wahrscheinlich gibt's das schon, ne? Das ist relativ äquivalent. Beamen und Materie zerstören und erschaffen ist dasselbe. Du brauchst halt Energie-Materie-Konverter. Ja, aber wie gesagt, ich will lieber das eine erst haben als das andere. Das eine geht mit dem anderen einher. Ja, aber trotzdem will ich, dass das eine mehr kommt als das andere. Ich finde ja die Idee von Ich will lieber zu Hause mehr so einen Materiegenerator haben als so einen Teleporter. Warum nicht beides? Weil ich mich nicht aus Versehen in ein Essen verwandeln will. Ja, aber wäre das nicht für dich die nächste Stufe der Existenz? Ich meine, du isst jetzt Pizza, Pizza, Pizza. Wenn du ja, aber ich möchte nicht Pizza werden. Würdest, hättest du da nicht eine rein theoretische... Was, Nico, du willst kein fliegendes... das war ein Spaghetti-Monster, shit. Ja, aber ich möchte... fliegendes Pizza-Monster werden. Siehst du, der Baum, die hat Vorstellung, du nicht. Von mir aus, aber ich möchte keine scheiß Pizza werden. Warum nicht? Stell dir das vor, du chillst einfach dein ganzes Leben und dann wirst du auf einmal gegessen. Ich glaube, das Leben einer... Ich weiß nicht, Baumi, aber das Leben einer Pizza ist ziemlich kurz. Ja, aber das merkst du ja gar nicht. Du bist ja nur eine Pizza. Glaubst du, eine Pizza und denkt sich, Alter, mein Leben ist kurz. Nee, das ist eine scheiß Pizza, die denkt sich gar nichts. Oder die Pizza-Ultra-Philosophen. Nein, ich möchte nicht glauben, dass Pizza eigenständige Gedanken haben, weil das ist dann wieder ein ganz anderes Thema, ob wir Pizza essen sollten. Ja, ich sag's auch so wie Pizza da hat, ne? Aus Spaceballs. Pizza the Hut, ja. Oh Gott, nein, nicht den. Spaceballs! Ich wäre gerne eine Pizza. Durchkämmt die Wüste. Gott, nein, das ist ganz schlecht. Doch. Gut, Kevin. Ich hab jetzt noch ein zweites technisches Thema. Ja gut, Markus, dann erst du, weil der Kevin ignorieren wir jetzt einfach, weil der mit Hardware und irgendwas sonst sich seinen Hut hat. 4K-Fernseher ist ja die Zukunft, ne? Die Zukunft! Nein, 8K. Die oder 12. Genau. Die Zukunft! 8K wurde ja von Samsung jetzt vorgestellt. Wo nicht da ist es denn? Es hat ja noch nicht mal überhaupt irgendjemand 4K. Das stimmt gar nicht so extrem. Das stimmt gar nicht, halt wirklich. Jetzt rette du mit deinem, aber ich kenne da zwei Leute, die haben's. Ja, dann haben's halt zwei Leute! YouTube plant's bald einzuführen. Yeah. Netflix. Das hat's schon. Plant's, glaub ich schon. YouTube hat schon 4K. Ich hab schon Videos gesehen, die haben's. Ja. Aber ich hab keinen Bock, ich renn dann immer, ich mach garantiert keine 4K-Videos, weißt du, wie scheiße groß der Dreck wird. Ich kann 1080p hochladen, ihr könnt mich alle mal. Ja. Das Problem ist, Leute glauben irgendwie, dass 4K richtig teuer oder sonst was ist, aber ich glaube 4K-Bildschirme kosten, glaube ich, irgendwie so um die 150 Euro. Es gibt, na, Bildschirme weiß ich nicht, aber Fernseher gibt's 600 aufwärts. Ja, also ich meine, 4K interessiert mich wirklich aktuell wirklich nur als Bildschirm, weil ich benutze keinen Fernseher mehr. Jetzt nur mal so als Vergleich, aber was wäre denn ein normaler Fernseher? Full HD, 1080 halt. Ja klar, ja, aber was der Preis? Ist preislich, ja, 200-300. Es kommt halt auf die Größe an, was, ne? Und was für eine Ausstattung, also das 600 hast du halt gar nichts drin, ne? Da hast du wirklich nur... Hast einfach nur 4K. Also so einen 4K-Fernseher als 1080p, was ist dann der Preis? Das weiß ich jetzt nicht auswendig. Aber du bist mit 200-300 Euro bist dabei. Okay. Du musst halt wirklich jetzt, sagen wir mal, jetzt wirklich auf die Größe und sonst was achten. Also. Ja. Und dann, was für ein Ding ist das LED, ist das Plasma? Ja.
Also das kannst du jetzt nicht einfach so einfach sagen, ja, dann Full HD Fernseher kostet 200 Euro, fertig. Ja. Ich sage jetzt nur, das Billigste, was ich jetzt so zum Beispiel als Monitor gesehen habe, war wirklich so 150 bis 200 Euro. Oh, also das kriegst du so aber im Normalfall. Ja, es kommt Full HD aber, oder? Nee, 1440p. Also so, das... Ja. Okay, das ist dann höher, ne? Ja. Ja, ja, klar. Ja. Ja. Was ist jetzt deine Frage, Markus? Nix, nix. Ich wollte das Ganze halt mal diskutieren. Er wollte einfach nur in den Raum werfen, 8K. Okay. Ja, und die geile Vorstellung von Michael Bay dazu. Ey, Alter, das hat Kevin... Kevin, hast du das gesehen? Ich hab's gehört, dir davon ja mal erzählt, aber hast du das gesehen? Ich hab mal gehört. Einfach ja. So, nee, keine Lust mehr, bin weg hier. Nee, er hat nicht gesagt, er hat keine Lust mehr. Er hat gesagt, er kann's nicht, es tut ihm leid. Ja, weil der Teleprompter ja nicht funktioniert hat, ne? Ja. Das kann man ja auch nicht von ihm erwarten. Aber war das... Hat er da nicht sogar was gefragt, was eigentlich überhaupt nicht zum Fernseher, sondern zu seiner eigenen Karriere als Regisseur zu tun hatte? Ja, natürlich. Ja. Der Typ hat gemerkt, dass der keine Ahnung mehr hat, um was irgendwas sagen kann. Und dann so, ja... Wie wird diese komische Biegung oder Neigung von dem Fernseher den Film oder sonst was, das Home Entertainment verändern? Zum Beispiel durch deine Filme. Kann ich nicht sagen. Tschüss. Das Schlimme ist eigentlich, ist sogar nicht Michael Bay bekannt dafür, dass der irgendwie so socially nicht wirklich so gut auf du und du mit Menschen ist. Das ist einfach wirklich nicht... Also ausgehend von seinen Filmen hoffe ich das. Ja, weil Michael Bay, glaube ich, wirklich irgendwie so eine soziale Inkompetenz hat, darin in Anführungsstrichen. Nicht nur eine soziale Inkompetenz. Sondern eine Regisseur-Inkompetenz vielleicht? Ja, aber man muss dazu Drehbuchautor. Sagen. Warte, Regisseur-Inkompetenz nicht. Nein, ich glaube, er ist aber auch. Drehbuchautor-Inkompetenz, aber hat der, so hat, eine! Hat der die geschrieben, die Filme? Ja. Einige ja, andere nein. Also zum Beispiel Pearl Harbor und Armageddon hat er nur gedreht. Deswegen sage ich ja, dass er auch gut sein, dass er ein. Ja. Regisseur. Er ist ja ein guter Regisseur, das streite ich ihm ja nicht mal ab, weißt du? Das ist ja völlig in Ordnung, was er da gemacht hat. Aber die Transformers-Filme hat er geschrieben und die sind so kacke. So unendlich dumm. Du hast einfach nur noch nicht das Dark of the Moon gefunden, das alles. Dark of the Moon. Allein der Name. Baumi, das kannst du nur mit einem 8K-Fernseher mit Neigung sehen. Das wird nämlich dein Problem sein, du hast die Story deswegen nicht verstanden, weil du noch nicht, weil du es nicht gesehen hast. Ja, das ist die Zukunft, ist die Story. Ja, die Zukunft. Du warst mit deinem zu dem Zeitpunkt zu kleinem Verstande noch nicht bereit, dieses menschliche Wissen aufzunehmen. Nein, es ist nicht der Verstand, es war einfach nicht die Technik da, um es darzustellen, was Michael Bay darstellen wollte. Ja, das war auch. Ich meine, ich wette, der wie heißt nochmal der Typ, der Titanic gemacht hat und Avatar? Ja, James der Cameron, Typ hatte bestimmt schon mit Titanic vor, Avatar zu machen, hatte aber noch nicht die Technik für seine komischen 3D-Zeugs gehabt und hat das dann nach hinten geschoben. Der hätte das auch damals schon durchziehen können, aber anders wie Michael Bay hat der sich gedacht, fuck it, das funktioniert noch nicht, verschicken wir es nach hinten. Michael Bay sagt, fuck it. Das läuft. Nein, aber der hat einfach nur gesagt, fuck it. Der hat einfach nur gesagt, fuck it. Da war nicht schwer, da war einfach nur fuck it. Ja. Oder er hat gesagt, I'm sorry. Und es ging I can't do this. Ja. Nein, er hat gesagt, I'm sorry. I can do this. Bring it on. Hat die Filme gemacht. Ja. 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 Inakzeptabel. Ja, aber wie gesagt. Ist ja nicht eine die Effekte in dem Film waren ja gut. Das schreite ich auch nicht ab. Der Film war einfach scheiße. Ja. 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 Aber wie gesagt, also wenn ich mir mal. Aber irgendwann mal einen neuen Monitor holen werde, wird es auf jeden Fall ein 4K-Monitor sein. Aber einfach weil ich so in Anführungsstrichen der. Mit G-Sync, ne? Alter, willst du mich verarschen? Alter, ich hole mir doch keinen 800-Euro-Monitor. Bin ich behindert? Nee, ja, du bist behindert, aber das war jetzt nicht mein Argument. Das Problem ist, ich kann es nicht mal als abstreiten, wenn Markus das bewerten darf. Oh! Das ist schlimm, du kannst gegen Markus eigentlich kein Argument gewinnen. Ich finde immer noch, das war die schlechteste Idee und die schlimmste Kraft, die wir denn jemals gegeben haben. Beste Superkraft. Nee, aber zurück zu G-Sync. Und zwar wird ja... Markus, du solltest es, glaube ich, erstmal erklären. Also
das Problem bei Spielen beziehungsweise bei anderen Anwendungen vielleicht ja auch ist, dass die Wiederholrate, die deine Grafikkarte rausgibt und die Wiederholrate des anzeigenden Mediums, also Fernsehbildschirm oder so, nicht immer übereinstimmt. Beziehungsweise ist der Ausnahmefall, wenn es tut. Es gibt ja. Zurzeit gibt es zwei unterschiedliche möglichen V-Sync und kein V-Sync. V-Sync sagt einfach, dass die Grafikkarte nur so viele Frames pro Sekunde berechnet, wie der Monitor quasi wiedergeben kann. Das hat den ganz großen Nachteil, wenn mal deine Framerate abfallen sollte unter deiner Wiederholrate vom Bildschirm, dann hast du ein Stottern am Bildschirm, weil einfach die Grafikkarte nicht mehr hinterherkommt. Andersrum ist es ohne V-Sync, dass die Grafikkarte quasi so viel berechnet, wie sie kann, ohne zu überhitzen oder so, was dazu führt, dass der Monitor versucht, irgendwie 3-4 Frames gleichzeitig wiederzugeben, wodurch man dann halt Tearing hat, was heißt, dass Objekte zum Beispiel verschoben sind, weil sie nicht aus dem gleichen Frame sind. Ja. So, und jetzt kommt G-Sync. G-Sync macht das ganz einfach. Ich muss irgendwie mal an Jesus denken, Entschuldigung. Das klingt immer zuerst kurz, da kommt jetzt Jesus, G-Sync. Okay. Jesus! G-Sync macht es jetzt anders. Das lässt die Grafikkarte so viel berechnen, wie sie halt kann. Das wird dann an das G-Sync-Modul gerechnet und das G-Sync-Modul gibt es dann halt so viel wieder, wie der Monitor maximal vertragen kann. Heißt, kann der Monitor bekommt der Monitor weniger Input, zum Beispiel nur 20 Frames die Sekunde, gibt der Monitor auch wirklich nur 20 Frames die Sekunde wieder und gibt nicht wie bei V-Sync, V-Sync, ja, irgendwie dreimal dasselbe Frame hintereinander aus. Während wenn der Grafikkarte jetzt zum Beispiel 500 Frames die Sekunde produzieren würde, dann wird aber nur diese maximale Wiederholrate des Bildschirms angezeigt, das heißt, da werden dann Frames einfach ausgelassen. Und dadurch. Aber kurz oder lang, dein PC läuft besser, einfach nur, dass du diesen Monitor hast. Und, das, genau. Und du produzierst einfach besseres Bild in der Form. Du hast kein Stuttering und du hast kein Tearing. So, und Nvidia hat jetzt mit Asus zusammen den ersten Bildschirm vorgestellt auf der CES. Nico meinte ja, der sei arschteuer, vom Preis weiß ich jetzt nichts. Also ich meine, gelesen zu haben, 900 bis 800 Euro. Ja, dazu muss man aber auch sagen, das war glaube ich auch ein 1440p, 120 Hertz 3D-Ding. Das war jetzt einfach so für mich persönlich gesagt, ich würde nicht so viel für den Monitor ausgeben. Also ja. Für Pornos wäre der halt so optimal. Also wenn du auf 3D-Pornos stehst, dann vielleicht, aber ich weiß jetzt nicht. Ich glaube, das Ding ist aber auch zum Beispiel ein 3D-Monitor. Gibt es einen Markt für 3D-Pornos, der irgendwie groß genug ist, um da Qualität rauszubringen? Also ich weiß nicht, gibt welche auf Pornhub. Tatsächlich? Ja, das zweifelst du etwa den Markus an? Das sind diese rot-grünen Pornos, wo du dann so eine rot-grün-Brille brauchst. Wirklich? Wer sitzt davor mit so einer rot-grünen Brille und denkt sich, nice! Also jetzt mal ehrlich. Allerdings, das kann doch. Da gibt's so einige. Das ist doch irgendwie verstörend, wenn du dann irgendwie aus der Sicht dann der Frau das Ganze dann irgendwie siehst oder so und dann. Nee. Also, auf einmal splasht dir sowas ins Face, nein, ne? Ja, irgendwie so, mein Gott, das ist so real und dann Wahrheit war es real. Ganz ehrlich, das ist, glaube ich, eine der Sachen, die ich mir wirklich vorstelle, die passieren werden mit dem Oculus Rift. Ja, Pornos! Alter, das wird's erste sein, was passiert, was denkst du denn? Nee, jetzt, also jetzt mal ohne Scheiß, da brauchst du ja gar nicht mal drauf warten. Das erste wird Game sein, das zweite wird Pornos. Oculus Rift Gaben! Ja, klar. Dress me up Gaben oder sowas. Ich glaube nicht Dress me up, ich glaube irgendwie Dress me. Nein. Und dress me down Gaben! Und dann kommt da die ganze Zeit nur Joe Cocker. You can leave your head on. Die Sache ist ja der Gedanke des Pornos, dass Oculus Rift stark weiter treiben werden, ist gar nicht so abwegig, wie auf ersten Blick scheint. Weil die Pornoindustrie ist mit einer der Industrien, die technisch mit am meisten vorantreibt. Ja, das sind gute Leute. Das war mit den Videokassetten so, das war mit der DVD so, mit dem Internet war es so und mit der Blu-ray erst vor kurzem. Ja. Ich frage mich generell, was sollen die bitte auf der Blu-ray draufpacken, dass sich der Platz lohnt, die zu benutzen? Full HD. Krasse HD.
Hardcore-HD. Brauchst du Problem, eine Blu-ray, um wirklich für hartes Voll-HD? Ja, das Problem ist nicht der Speicher, sondern die Übertragungsrate. DVDs können maximal 522p liefern. Okay. Außerdem musst du ja auch sozusagen, da gibt es ja auch die Deluxe Edition mit Making-ofs, Behind-the-Scenes. Alter, was soll das für ein Making-of? Das ist das Making-of. Ist das denn das Making-of von den Darstellern oder wie wir die gemacht wurden? Ja klar. Oder Outtakes oder sowas. Ja, Markus, das Making-of ist so mit wie heißt es hier, mit Maske und sonst was und Drehbuch Drehbuchkonferenz. Es gibt doch auch heutzutage schon Filme mit Audiokommentar. Vielleicht machen die dann nebenbei noch die Schauspieler dabei noch einen Audiokommentar zu den. Nein, ich möchte das von dem Regisseur dann so. Ja, bei dieser Szene habe ich mir gedacht, dass der Schwanz einfach nicht gut rauskommt. Deswegen habe ich sie das nochmal irgendwie machen lassen und sonst was. Ja, aber das, jetzt mal eine Frage. Da war da einfach nicht deep genug drin. Ja, das. Warte, nein. Du machst dich wenn der nicht tief genug drin ist, dann ist der Schwanz ja weit genug rausgekommen, ne? Warte, ja, was? Vielleicht bist du halt so eine richtige, tiefe Szene einfach nur, weißt du? Ja, du musst so richtig tief rein, weil da gibt's ich einen Fetisch für. Es gibt für alles einen Fetisch. Ja. Dass du so richtig. Ja. Wie gesagt, dass du dann richtig tief reingehst. Und dafür brauchst du dann noch G-Sync. Ja. Und Jesus. Ja, Jesus wird die nächste, hier. Powerquelle für sowas. Ja, einfach ich nur stell mir mit das gerade noch so vor. Gehst du nur rein und schießt. Du brauchst nicht mehr so arbeitet. So, was wollen sie denn mit ihrem Fernsehen machen? Pornos gucken. Und jetzt? Ja, ich sehe jetzt nicht das Problem, Olli. Nee, ich kann mir vorstellen, dass der irgendwie so überrascht ist, wenn dann so, aber so für Olli, 8000 Euro so einen Full-HD-Fernseher holst und du dann als Antwort gibst, ja, für Pornos. Olli, jetzt eine ernsthafte Frage. Wer schaut heutzutage Pornos noch auf dem Fernseher? Das kommt ja wieder mit der Steambox besonders dann. Steambox und PK-Fernsehen. Steambox unterstützt auch den Pornoindustrie. War das nicht irgendein Werbespruch, den irgendwas habe ich da mal, weil sie den Internet Explorer bei Xbox Live oder irgendwas oder bei der Xbox One oder sowas haben sie da gepusht. Ja. Und dann hat irgendwie YouPorn sowas gemacht. Ja, der kannst dann auch neben dem Call of Duty zocken auf YouPorn gehen und irgendwie und dann hat Microsoft gemeint, ja, aber das ist ja überhaupt nicht der Hauptaugenmerk. Dann haben die eine Klage eingereicht, dass YouPorn dafür keine Werbung machen darf. Ich meine, da gibt es vielleicht auch von denen... Gab es nicht sogar... Valve, da ist das die Gaben Pornbox oder so. Es gab, glaube ich, sogar so in der Form... Eine Gaben Pornbox. Ja. Im Begriff, ja. Also auf jeden Fall bei PC Gaming Master Race auf jeden Fall. Da ist alles Gaben Pornbox. Ja, aber es gab sogar irgendwie Lore-Film ist ein normaler Filmverleih oder sowas. Ja. Aber es gab auf jeden Fall irgendwie so ein sag ich mal, in dem Sinne Pornoverleih System oder so, das hat dann wirklich so gemeint, dass die eine App für Wii U oder auch für Dingsbums machen würden, dass es sowas auch unterbunden wurde. Finde ich irgendwie ziemlich scheiße von den Leuten. Ja, sehr ehrlich. Ja, also wenn die Leute sich irgendwie Pornos oder so da reinziehen wollen auf ihre Xbox, dann lass es doch. Mach's einfach hier... Würde ich es sogar verstehen, weil eine Wii ist eher so eine Familienkonsole, wo auch mal Kinder dran gehen und da willst du halt nicht, dass da so ein Porno auf einmal aufpoppt. Also, du machst einfach die Shops halt nicht drinnen lassen. Ja, du machst halt einfach irgendwie die Shop-Seite. Es gibt einfach, es gibt einfach dann, du musst die App ja irgendwo runterladen und dann packst du einfach, sagen wir mal, so eine Shop-Seite, dann sind einfach nur da ab 18 Sachen drin, also Titel, Filme, was auch immer, oder was man sich überhaupt bei der Wii U und so kaufen kann. Und dann ist das einfach da drunter und dann brauchst du einfach entweder ein Passwort oder sonst was, weil wenn du eine Wii U hast und ein Kind, dann wirst du da so oder so wahrscheinlich eine Kindersicherung reinbauen. Sollte man zumindest. Einfach aus dem Sinn, dass du dir nicht Call of Duty ausleihst und dann das spielst. Oder ich schaffe mir einfach kein Kind an. Wow! Dann. Aber dann hilfst du ja dem demografischen Wandel nicht, Markus. Da müssen wir doch alle gegen vorgehen. Dann sterben wir aus! Ja. Nein, der demografische Wandel ist eine Lüge. Habt ihr die neuesten Studien nicht gehört? Ja. Mittlerweile. Was, ich wollte jetzt denn? Nur ein Nein, bisschen. Markus, erzähl mal. Das ist den demografischen Wandel. Also, es gibt. Den demografischen Wandel gibt es schon, aber dieses Aussterben, das gibt es nicht, weil wir uns tatsächlich in Deutschland mehr reproduzieren, als wir aussterben. Aber war das nicht irgendwie immer das Argument, dass sich nicht die.
Deutschen nicht reproduzieren. Ja, die Zuwanderer. So, ja, das ja, war eben. Auch das, also ich wollte es jetzt nicht so sagen, so. Kevin, aber ja, so. Ja, nee, das ist so. Das steht, das musst, steht immer so dran. Durch Zuwanderung. Die ganzen Neger. Nee, nicht Neger, das ist ein mehr. Das so sehen. Wir die haben Theoristen, Baumi, die Theoristen. Ja, das ist aber jetzt voll politisch inkorrekt. Untermenschen. Ja. Aber, also, um nochmal drauf zurückzukommen, wir haben jetzt schon seit Jahrzehnten Zuwanderung. Ich meine, die Zuwanderer vermehren sich ja auch irgendwann, ohne jetzt irgendwie diskriminierend klingen zu wollen. Ja, das machen halt das, was normale Menschen tun. Ja. Hier zu leben und dann noch mit Menschen sich zu paaren. Ich meine, in China gibt es ja auch eine Ein-Kind-Politik. Kann man da nicht irgendwie eine Null-Kind-Immigranten-Politik einführen? Nein! Können wir nicht! Also können schon, aber es wäre halt unmoralisch. Nein, das wäre auch... Wäre das nicht sogar, glaube ich, gegen irgendwelche Gesetze in der EU? Ja, wäre es mit gegen die Verfassung und sowas. Ja, die Verfassung, die ist sowieso ein bisschen... ist ja eh unwichtig. Ja, die Verfassung, ist Niggas. Siehst du, der Baum jetzt wieder richtig politisch. Ich bin gut da drin. Ja. Gut, Kevin, komm, du musst ja auch noch irgendein Nicht-Hardware-Thema haben. Kevin und ein Nicht-Hardware-Thema? Ja, weil wir brauchten ja ein, wir hatten jetzt bis jetzt immer nur Hardware-Thema, wo da Kevin nichts mitsagen konnte. Also brauchen wir jetzt ein Nicht-Hardware-Thema. Ich kann meine unprofessionelle Meinung dazu abgeben. Ja, das was ich sonst auch. Das ja, Thema ist aber leider schon längst zu Ende, Kevin. Ich weiß. Ja, dann mach mal. Ich weiß nicht. Was gibt's denn? Das war jetzt sehr unprofessionell. Kevin Steambox, deine Meinung. Wer es braucht. Wow, okay, Kevin, deine Meinung. Das ist eine unnütze Meinung. Kevin, deine Meinung zu 4K. Ja, wenn das mal Standard wird, von mir aus, aber... Kevin, was heißt, wenn es mal Standard wird? Ja... Momentan Kevin, ist es ja wohl nicht Standard. Das ist jetzt ja wieder wie bei allem. Das wird jetzt erstmal scheiße teuer sein. Kevin, es wird, ich sag mal so, in 1 bis 2 Jahren werde ich dir sagen, dass es Standard sein wird. Nein. Das ist Schwachsinn. Dummes Gelaber. Das dauert viel länger. Das dauert Weil selbst länger. 1080p noch nicht Standard ist. Bitte was? Sieh YouTube an, wie viele Sachen da nicht 1080p sind. Ja, weil die meisten Geräte das nicht bringen. Ja. Also ja, das ist trotz. Ja. Gut. Also ich habe jetzt keine Zahlen, aber ich gehe mal davon aus, 4K, das wird schon irgendwann Standard werden, aber ich tippe jetzt mal eher so auf 10 Jahre. Dann gibt's doch schon längst neue Technologie. Die Halbwertszeit von so einer Technologie, sag ich mal sowas wie, keine Ahnung, 4K, 8K, sonst was, das wird immer kürzer, weil die Technologie einfach immer schneller sich entwickelt. Das Problem ist, es ist völlig egal, wie schnell sich die Technologie entwickelt, wenn die Benutzer nicht bereit sind, es zu kaufen. Das Problem ist gar nicht, sind gar nicht die Benutzer, denn, jetzt kommt's, 4K rentiert sich vielleicht bei Monitoren oder so, aber auf dem Fernseher wirst du es die nächsten 5 Jahre hundertprozentig nicht nutzen können, aus einem ganz einfachen Grund. Mein Stiefvater arbeitet ja beim SWR in der Technik. Und wir hatten eine Diskussion darüber und der meinte, es gibt zurzeit keine Infrastruktur, die ein 4K-Signal zu den Heimnutzer übertragen kann. Gibt es nicht. Das heißt, wenn du deinen fancy 4K-Fernseher hast, kannst du kein 4K genießen. Nicht über öffentliche Medien. Nur übers Internet. Das heißt, wer benutzt auch das öffentliche Fernsehen? Das ist ja auch für Untermenschen. Es ist für Untermenschen, aber es benutzen halt die meisten. Das sind ja auch dann die meisten Untermenschen. Und was denkst du, was ist der Großteil der Bevölkerung? Also ehrlich, Markus, du Alter! Ja, aber wenn der Großteil der Bevölkerung Untermenschen ist, die kein 4K genießen können, dann wird sich die Großteil der Bevölkerung auch kein 4K holen, was die Verbreitung von 4K stark verlangsamen wird. Punkt. Und sind wir bei 10 Jahren. Ja, das würde dann aber auch sagen, dass wir uns abhängig von den Untermenschen machen, Baumi. Wir sind automatisch abhängig von den Untermenschen. Okay, warte, was reden wir gerade von? Könnt ihr bitte aufhören, von Untermenschen zu reden? Reden wir davon, wann du dir einen kaufst, oder reden wir davon, wenn es Standard ist? Weil ich rede vom Zweiten. Weil wenn du dir einen kaufst, das geht mir sowas von am Arsch vorbei. Nein. Aber wenn du sagst, dass sowas wie Leute, die dann jetzt das erst in sozusagen, wenn wir das erst im Fernsehen oder so benutzen können, das ist. Das würde ich dann nicht als Standard benutzen.
Weil ich glaube, jetzt ist es... Was der Fernseher benutzt, ist zurzeit relativ Standard. Weil Fernseher mit noch ist noch das meistgenutzte Medium für die Freizeit. Ja, gut. Aber okay, dann sagen wir mal, nicht für den Fernseher, zumindest dann so für, sag ich mal, für Computertechno bzw. Spielkonsole-Technologie. Weil Konsole kannst du vergessen, weil Konsole ist jetzt halt irgendwie immer noch 720p. Nein, Konsole ist Full HD, also meistens. Ja. Also ich glaube, die PS4 kann 4K-Filme sogar wiedergeben, aber nicht spielen. Ja, okay. Aber wie gesagt, weil ich sag mal so, Fernsehen läuft vielleicht auch ein bisschen langsamer, aber ich sag mal so, für PC wird, glaube ich, wirklich nicht Standard, aber auf jeden Fall wird es demnächst wirklich darauf hinauslaufen. Ich gebe den 5 Jahre, bis es Standard ist. Ich habe nicht vor, mir einen zu holen. Ja doch, in 5 Jahren würde ich schon wenn sagen. Wenn du dir einen neuen Monitor holen wirst, dann so. Ich sag mal so, der Unterschied ist für mich jetzt vom Preislichen her in der Regel nicht so groß, finde ich. Stimmt, das ist nur das Dreifache. Nein. Das hat Markus vorhin gesagt. Ja, das ist das Ding mit diesem noch zur was. Zeit. Nein, das war Vergleich Full HD Hund-Monitor mit 4K-Monitor. Zur Zeit, aber du musst auch mal bedenken, 4K ist noch eine relativ neue Technik. Die kostet halt noch relativ viel, weil die Panel-Producer schaffen es noch nicht gescheit, große Panels mit 4K-Auflösung auf einmal zu produzieren. Also, dass die quasi ein Panel haben, was halt volle Auflösung hat, ohne dass da was schief geht. Das haben die bei Full HD haben die auch eine Weile gebraucht, bis die das gescheit produzieren konnten und dann sind die Preise auch runtergegangen. Ja, also wie gesagt, ich gebe dem Ding 1 bis 2 Jahre, dann sind die Dinger erschwinglich. Ja, erschwinglich sind sie ja jetzt schon mehr oder weniger. Ich meine, 600 Euro ist jetzt nicht sonderlich teuer für 4K. Ja, kommt auf den Monitor. 600 also, Euro ist teuer für alles. Das ist deine Meinung. Space Station. Ich kann mir keine 600 Euro einfach so aus dem Arsch ziehen. Das können sehr wenige Menschen. Es kommt wirklich drauf an, was man dafür geboten. Aus dem Arsch ziehen kann sich's natürlich nicht viele. Aber ich sag's mal so, wenn du ziehst ja auch nicht einfach einen neuen Fernseher aus dem Arsch. Punkt. Wenn du sagst, die meisten Leute machen das nicht. Du bist ebenso wie der Olli für sowas meistens einfach ein schlechtes Beispiel, weil du einfach extrem sparsam bist. Du gönnst dir halt, was sowas angeht, nicht sehr viel. Was zur Hölle? Ich hab mir eine PlayStation 4 gegönnt. Und ich bin arbeitslos. Olli, okay, dann sag ich das so. Du bist nicht so ein gutes Beispiel wie der Olli für was Auflösung und sowas angeht. Ich hab mir für 130 Euro eine Anime-DVD-Box geholt. Du hast gerade gesagt, dass es dir scheißegal ist, ob das Spiel auf 1080p oder 720p läuft. Ja, aber das zeigt dir nicht, dass er sparsam ist, sondern es zeigt nur reine Ignoranz. Ja, eben. Und das habe ich ja gesagt. Du, Olli ist ein schlechtes Beispiel für Auflösung, wie du für Sparsamkeit, beziehungsweise für Verschwenderung oder wie auch immer du es nennen willst, gönnenhaft und was auch immer. Ach egal, der Olli ist es egal, wie es aussieht und du gibst einfach nicht gerne Geld aus. Geld das ist das, was ich... Bäumen. Naja, man macht... Doch, Man macht aus Bäumen Papier und aus Papier macht man Geld. Also. Ja, und wächst Papier auf Bäumen. Naja, es besteht daraus. Aber es wächst nicht auf Bäumen. Es wächst nicht explizit darauf. Also in Minecraft wachsen Bäume auf Bäume. Ja, das... es wachsen auch weiter. In der realen Welt können Bäume auch auf Bäumen wachsen. Das nennt sich verpfropfen. Mhm, jetzt habt das. Omi, jetzt hast du es gekriegt. Get old, bitch! Okay. Aber Geld besteht nicht nur aus Papier, so gesehen wächst es immer noch nicht. Hey, und wenn du Kanadier bist, besteht dein Geld aus Plastik. Alter, Baumi. Natürlich besteht es nur aus Bäumen. Du musst mal so sehen. Was hast du in Geld drinne? Du hast dein Papier, du hast deine Tinte. Tinte, also das ist im Normalfall künstliche, besteht aus Öl. Und Öl besteht fast ausschließlich aus abgestorbenen Wäldern aus der Dinosaurierzeit, die zusammengequetscht wurden. Und so. Ach, an Dinosaurier glaube ich nicht. Ja, du sollst ja auch nicht an Dinosaurier glauben, du sollst an Bäumen glauben. Glaubst du nicht an Bäume? Du sollst an Bäume glauben, ja. Warum glaubst du nicht an Bäume? Nein, Mann. Alter, was labert ihr von Dinosaurier? Also die Welt ist doch erst vor kurzem 2014 Jahre alt geworden. Nein, Baum, die Welt ist erst letzte Woche erschaffen worden. Ist sowieso. Hä, warum das?
Ja, das ist doch diese Glaube, von dem ich ganz am Anfang erzählt habe. Jetzt wollten wir so den Anfang so ein bisschen wieder mit einbauen, aber du hast es versaut. Es tut mir leid, ich habe nicht zugehört. Das ist generell so ein Problem. Du bist sparsam und hörst niemanden zu. Ja. Ihr sagt halt nie was Wichtiges. Außer das. Du bist nicht der Mensch, der das bewerten soll, was wichtig ist. Markus sagen, genau, das ist auch irgendwie so ein Vorzeige-Jude, die geben da auch nicht. Ja, was denn, Alter? Laut Geschichtlichen heißt es immer, Juden sind extrem sparsam und geizig. Wer hat das laut Geschichtlichen? Olli, beziehst du deine geschichtlichen Fakten aus dem Zeitraum 1939 bis 1945? Nein, ich beziehe mich auf Zeichen von historischen Überlieferungen aus dem Ägyptischen Reich. Olli, hast du noch damit gerechnet, wie teuer doch uns ein Jude ist im Gegenzug zu einem normalen arbeitenden Menschen? Er hat vor allem ein behinderter Mensch im Vergleich zu einem gesunden, strammen Burschen. Rechnet man es nicht mehr? Deutsch. Nein, Olli, das ist leider nicht mehr so der aktuelle... Ist leider nicht mehr so geil, der Kurs. Nein. Ja. Und Olli, du kannst auch leider nicht mehr so viel für deine Reichsmark kriegen. Und die Adolf-Hitler-Straße gibt's leider auch nicht mehr in Bottrop. Kann man wirklich nicht mehr viel für den Reichsmark kriegen? Und das müssten doch mittlerweile Sammlergegenstände sein. Ja, wobei. Es geht. Ich glaube nicht. Ich frage mich, ob eine Reichsmark mehr wert ist als ein Euro. Das wäre bitter. Nicht, also mein das wäre irgendwie jetzt ziemlich bitter. Mein Bruder hat noch zu Hause einen 1000 Reichsmarkschein, also das heißt nichts. Vielleicht sind wir reich. Also meine Oma hat noch zu Hause genug Reichsgeld rumliegen. So 1000. Also Reichsmark. Wieso? Falls sich der Wind mal wieder dreht und hat sie gedacht, ich bin schon mal vorbereitet. Nee, aber warum sollte man das wegschmeißen jetzt noch? Ja, klar. Ja, jetzt nicht mehr, aber früher. Ja, was weiß ich, vielleicht dann hat man damals noch nicht an den Mundschwung geglaubt. Ich meine, es gibt bestimmt immer noch Leute, die damals noch ihr DDR-Geld behalten haben. Ja. Ja, also. Ich meine, warum sollten die nicht wechseln sollen? Als Andenken. Ja, vielleicht war das damals auch so. Nicht alle fanden damals die Zeit schlecht, Markus. Nope. Willst du jetzt was über deine Oma loswerden? Ich bin über meine Oma, aber vielleicht über die Mutter meiner Oma. Weil ich weiß, meine Oma... meine Oma war, glaube ich, nicht alt genug, um das einzuschätzen. Ich weiß nicht, also... Die ist so knapp 80, also geht, ne? Ja, also vor grob 80 Jahren, du musst mal bedenken, wann war der Zweite Weltkrieg zu Ende? Ja, ja, aber ich meine, ab wann kannst du das bewerten, Markus? Mein Opa ist jetzt erst jünger als 80. Ich weiß nicht, wie alt genau, er ist jünger als 80. Und der erzählt mir Geschichten vom Zweiten Weltkrieg, hat nicht gekämpft, aber er war damals halt ein kleiner Junge und war auf der Flucht. Ja. Gut, dann rechnen wir jetzt mal nach. Wir haben jetzt 2014. Gehen wir jetzt erstmal minus 10, dann haben wir 2004 und dann rechnen wir nochmal minus 70. 2034. Wenn du dann, keine Ahnung, 42 bist, dann bist du 9. Ja. Ja. Und kein Problem. Die Kelleroma bei uns, die ist jetzt, glaube ich, 85 oder so. Und ist mein Opa schon 80? Das weiß ich jetzt gar nicht. Und die hatte halt erzählt, wie sie, die hatten da ein Bauernhof hier irgendwo in der Gegend und die hat halt erzählt, wie sie in der Bund Deutscher Mädels oder wie das immer hieß war. Ja, BND, ja doch. Ja. Nicht BND, BDM. Als die Amis dann kamen, mussten die halt ihre Uniformen und so haben sie alle schnell verbrannt. Ja, klar. Ja. Nee, aber ich meine jetzt so einfach in dem Sinne, wie alt muss man bitte sein, um das zu bewerten zu können, was damals alles ablief? Ja, cool. Markus kann es einfach so bewerten. Der muss was? Nicht... Markus, wie alt muss man sein, was... Noch 20. Also, man muss 20 sein, um Sachen zu bewerten. Gut. Aus dem Zweiten Weltkrieg. Also fällt meine Oma schon mal weg, das heißt, sie fällt... Dann liegt es an ihrer Mutter, also an meiner Uroma. Bam. Bam. Was hast du jetzt bewiesen? Dass meine Oma nicht unbedingt ein... Oma-Nazi war auch nicht seine Oma. Ah. Ja. Nicht gut unbedingt ein Nazi, dass sie vielleicht einfach nur für schlechte Zeiten noch Geld aufbewahrt hat. Ja, alles klar. Das war der eigentliche Konsens, worum wir uns jetzt gerade 5 Minuten lang unterhalten haben. Alles klar. Jo. Aber ein typisches Thema in deutschen Podcasts. Ja. War meine Oma eine Nazi oder nicht? Warte mal, eine Nazi oder ein Nazi? Das hast du sehr schön gedeutscht. Ich weiß nicht. Eine Nazi oder ist es eine Nationalsozialistin? Nazi? Ich würde schon sagen, dass das der gleiche... Ein Nazi. Punkt. Nazi hat kein Geschlecht. Das Nazi. Der Nazi. Die Nazi. Ich will die Nazi. Nee, die Nazi ist halt wahrscheinlich dann wieder Mehrzahl. Das wäre verwirrend und fuck you.
Gut. Kevin hat ja sowieso noch seine Ahnentafel, also warum wird der nicht beleidigt? Stimmt, Kevin ist der, der war ganz stolz auf seine Ahnentafel. Ganz stolz, Alter, ich fand es nur interessant, dass mein Vater das auch ausgegraben hat. Kevin, nein, du bist stolz. Nein! Kevin, du hast, als wir letztens über den Schwabenpark geredet haben, warst du da auch stolz darauf, dass du noch deinen Ahnenpass hast da. Was? Ja. Nein, das war was ganz anderes. Da hatten wir es irgendwie von wegen, du weißt doch gar nicht, ob du Schwabe bist. Dann habe ich gesagt, doch, weil ich habe einen Ahnenpass. So als Witz. Ja, aber Kevin, du versuchst auch möglichst jede Situation deinen Schwabe. Wie hätte ich dich denn sonst davon überzeugen sollen? Du hast gefragt, wie ich das nachweisen kann. Da hab ich gesagt, ich habe es auf Papier. Mit dem Siegel von... Ich habe es damals schon sehr ernst genommen. Ich glaube, dem Nachweis kann man vertrauen. Ja. Aber nee. Mir hätte es auch schon gerecht, dass du mir einfach nur deine Geburtsurkunde zeigen würdest. In ja, weil der nicht gebrauchte Beweis. Ja. Sonst wird das mit dem Schwabe nichts. Ja. Ja. Ich mein, nein, mir musst du das nicht beweisen, sondern den Leuten beim Schwabenpark. Natürlich. Weil in den Schwabenpark kommt man nur rein, wenn man nachweislich seit 5 Generationen Schwabe ist. Denn du willst ja rein, nicht deine Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Oma. Also ich meine, dann müsst ihr dir wahrscheinlich den Ahnenpass zeigen, aber hey. Ja. Wie gesagt. Ja. Ich weiß immer noch nicht, was da drin ist in diesem scheiß Schwabenpark, weil ich da nicht rein darf. Darfst du noch. Oh Gott, da darfst du natürlich rein! Nein, da darfst du nicht rein, Nico. Nein, lass Kevin, von nichts einreden. Kevin, du musst da einen Bluttest und dein Geburts. Markus darf da auch nicht rein. Ja, der Markus ist Hesse. Ja. Ja. Oh, ich hätte Gott, ein neues Thema. Ja, bitte. Ist aber wieder Hardware. Anderes Thema als Diskriminierung von Menschen, die keine. Was hast du in den letzten Tagen außer Breaking Bad geschaut und CES? Ich war in der Uni. Das zählt bam, nicht. Bam, seine bam. Nein, in seiner Uni macht er Software, also er ist halt, ne, hier Informatiker. Ach so, ja. Das war der Code dafür. Nein, ich habe nur CES geschaut, das war's. Ah. Ich habe nur die letzten Tage irgendwie Street Fighter Videos geguckt, also einfach nur um Bombi in Street Fighter fertig zu machen. Die auf Avatar. Pornhub oder? Was? Sowohl als auch. Nein, auf Street Fighter nicht auf Pornhub, nein. Da musst du mich jetzt auch informieren. Ja, der Olli hat komischerweise irgendwie einen Fighter auf Pornhub gefunden, der darstellt, wie tiefer ein Charakter aus Final Fantasy von irgendeinem komischen Schleimmonster. Gekämpft wird, was auch immer. Rangenommen wird, das kann man doch beim Namen nennen. Ja, aber sie kämpfen. Es ist ein Kampfspiel, Kevin. Du kannst es nicht einfach nur so als Hentai-Game oder so abstempeln. Es ist, glaube ich, wirklich ein legitimer Brawler, was auch immer. Nico, aber je nachdem, wie du sagst, kann man Sex auch als Kampf bezeichnen. Mhm. Je nachdem, Markus, wie sehr die Leute. Wenn ich jemanden frage und dann ist das die Antwort, dann ist was sehr schief gegangen. Sehr schief. Gut. Dann bräuchten wir auch weitere Informationen über den Partner. Gut, was ist denn dein Thema? Gigabyte hat, also... Ja, es ist ein Hardwarehersteller. Genau, es ist ein Hardwarehersteller, das hast du richtig erkannt. Beziehungsweise, nur um die Leute... Markus, du kannst nicht davon ausgehen, dass die Leute wissen, wovon du redest. Und Markus, wir sind eine ziemliche Elite-Klasse. Da musst du sich gleich wieder abheben. Ja, arbeitslos. Ja. Hey, man muss sich immer selber hervorheben, Baumi. Immer muss man sich als Elite darstellen. Ja, wir sind die Elite-Klasse. Der Olli ist arbeitslos, der Nico ist Kassierer, Kevin und ich bin Sozialschmarotzer. Ich wollte gerade sagen, wir sind die Arschpickel Baumi, der Gesellschaft. Baumi, ich meinte nicht dich und Olli, ich meinte nur mich und Markus, weil wir uns mit Hardware interessieren und auskennen. Ach so. Wir sind die Jünger Games. Es wird immer abartiger, was du hier erzählst. Ja. Ich glaube, ganz ehrlich, Gaben wird irgendwie ein neues Imperium aufbauen. Ja, klar. Einfach nur, nicht mal bewusst, sondern einfach nur durch so seinen auszusehen. Kult. Weltherrschaft. Ja, einfach nur durch seinen Kult wird sich einfach irgendwann dadurch Gaben erheben. Einfach nur so, fuck it. Gaben ist einfach der beste Mensch, warum sollten wir denen nicht irgendwie alles geben, ne? Ja, und dann alles geben. Oh Gott. Findest du einfach nicht das Gabe Newell? Kennst du eigentlich die Firmen? Oh Gott, wie nennt man das? Oh, das sollte ich wissen, das lerne ich in der Berufsschule. Ja. hier die
Gott, wie nennt man den Scheiß? Die Firmenideologie von Valve, Kevin? Ist die zufällig? Ich antworte nie jemandem, dem ich eine Nachricht schreibe. Es gibt keinen dritten Teil. Und wenn mir jemand eine E-Mail schreibt, dann ignoriere ich die einfach, obwohl das eine absolut legitime Frage ist. Ist das die Philosophie? Nein, für die Mitarbeiter, nicht für die Kunden. Für die Mitarbeiter. Es gibt keine Steam-Keys? Nee, also zum Beispiel, das ist, glaube ich, auch bei den meisten Leuten, die so Programmierer und Entwickler haben, dass die erstmal komplett freie Arbeitswahl haben. Das heißt, sie können sagen, die geben ihnen zum Beispiel eine Aufgabe und dann haben die einfach bestimmten Zeitraum, sage ich jetzt mal so, keine Ahnung, Half-Life 3 bis 2020. Hört auf, euch über meine Beispiele lustig zu machen. Und dann müssen die halt in diesem Zeitraum das fertig machen. Wie und wann die arbeiten, ist denen vollkommen egal. Hauptsache, das Ding ist alles am Ende fertig. Das habe ich zum Beispiel einem Kollegen, der ist auch Programmierer, der hat auch dieses selbe Prinzip, dass der einfach, sage ich jetzt mal, das Programm am 29. fertig haben soll und der kann kommen und gehen zur Arbeit, wann er will. Das haben die zum Beispiel bei Valve auch so und die haben dann zum Beispiel noch, die sind irgendwie, was das angeht, extrem human, was so Sachen geht mit Schwangerschaftspausen und Urlaub und sonst was, weil, ich weiß nicht, der Gabe meint irgendwie, ja, warum sollte ich meine Leute irgendwie so minderwertig behandeln, wenn die einfach glücklich sein könnten und dadurch dann einfach gerne zur Arbeit kommen. Macht Sinn. Und das ist irgendwie, ich habe jetzt nicht so die ganzen Details, nicht, weil ich eben halt nicht bei Wolf arbeite, was ich niemals tun werde, aber gerne tun würde. Einfach nur, weil Gaben. Ja, aber es ist nur so ein Kult, halt höhere Ziele setzen als Kassierer, ne? Ja, ich meine, ich kann auch Kassierer bestimmt bei Wolf sein, ich zähle einfach mal das Geld. Jo. Boah, hey. Ja gut, Markus. Also auf jeden Fall, Gigabyte hat eine externe Grafikkarte vorgestellt. Ja. Und was plugge ich mir die dann einfach in den Rechner rein, dann habe ich eine Grafikkarte? Jein. Ja. Also über das USB ist doch damit. Extremer Prototyp, das hat nicht mal einen Namen. Oh. Aber wahrscheinlich über USB. Aber wie kann man das vorstellen, indem man aber noch nicht mal einen Namen dafür hat? Du stellst halt ein Gerät hin und es funktioniert. Extegra. Oh. Und wir nennen es Projekt X. Y. Nein, es ist Projekt X. Auf jeden Fall ist es ja so vorgestellt, die haben da halt zwei unterschiedliche Geräte, einmal einen normalen Desktop-Rechner mit irgendwelchen fancy Sonderanschlüssen und dann das Ding da dran gebrappt. Und das ist dann extern und dann haben die noch so diesen Gigabyte Cube oder so heißt, das ist halt so ein kleines würfelförmiges Ding drin. Was ist das jetzt, der Companion Cube? Nein. Baumi, du willst keinen Companion Cube, der wird durch Menschen angetrieben. Das ist doch Baumi egal. Der würde den sogar durch mich antreiben lassen. Ich finde es kacke, dass die Steamboxen nicht aussehen wie Companion Cubes. Es gibt bestimmt einen Hersteller, der das machen wird. Das sollte eigentlich Pflicht sein, die sollten alle so aussehen. Das wäre aber leicht unpraktisch. Ja. Warum? Weil die Dinger fallen irgendwie im auf. Ja. Die sollen ja auffallen, ist ja nicht das Companion Cube. Das ist, ach egal. Markus. Es tut mir leid. Ja, auf jeden Fall haben die da jetzt halt gezeigt, wie die Gigabyte Cube, muss dir vorstellen, etwa doppelt so volumenmäßig vielleicht, okay, vierfach so groß wie in so einem Rubik's Cube. Mhm. Das haben die angeschlossen. Und da in diesem Ding drin war eine Titan. Das heißt, die haben quasi so einen kleinen Würfel als Fertig-PC und daran eine Titan angeschlossen und dadurch halt die Grafikleistung von dem Ding halt irgendwie vertausendfacht und so. Das ist halt auch eine relativ interessante Technik, die zukunftsfähig ist. Die Zukunft feuern. Ich glaube, wenn ich jetzt an meiner Mikrowelle auch eine Titan anschließen würde, dann hätte ich auch eine Zukunftsmaschine. Dann könntest du in die Zukunft reisen, durch Mikrowellen. Das würde wahrscheinlich sogar funktionieren. Ich hoffe ja, dass irgendwann einfach Zeit reicht, irgend so ein ultra dummes Gerät möglich wird. Ich wette ganz ehrlich, die Titan ist schon irgendwie die Zukunft. Wir sind noch nicht irgendwie in der Lage, das Ding schon zu benutzen. Wir sind noch nicht bereit dafür.
Nein, wir denken einfach nicht an die Möglichkeiten, das Ding so zu benutzen. Das Beste ist ja, es gibt Gerüchte, dass Nvidia eine Titan TI plant. Okay. Die ist halt dann quasi eine Titan, also eigentlich eine 780 mit 12 GB RAM dann. Ja, das wird nämlich irgendwie sonst keinen Sinn machen, weil wir haben doch schon eine bessere Titan sozusagen in der Form. Ja. Deswegen, ja. Und die externe kann man dann wie anschließen? Da sind noch relativ komische Anschlüsse, die halt spezielle Dinger sind. Also vielleicht setzen sie da einen Standard oder sowas. Ja. Auf jeden Fall schließt es dann halt an. Was du dann garantiert brauchen wirst, ist kompatible Hardware. Ja, natürlich so ein neues zulässt. Mainboard und sonst was alles. Ja, ich meine, es muss ja allein erst die Anschlüsse haben. Ja. Ja, das ist das, was ich zum Beispiel jetzt irgendwie, sag ich mal in Anführungsstrichen, Neues für mich irgendwie entdeckt habe, wäre irgendwie, war das glaube ich ein Hard Drive Disk oder so eine Festplatte, die glaube ich über PCI Express läuft, beziehungsweise die du an PCI Express anschließen kannst, was dann eigentlich nur eine ultraschnelle SSD sein soll oder so. Oder ist das sogar nicht nur eine SSD dann? Im Normalfall ja. Die irgendwie 10.000 Euro oder sowas kosten im Moment. Ja, ich glaube, was war's? Corsair hat, glaube ich, einen hergestellt. 2 Terabyte Speicher SSD mit über 1 Gigabyte pro Sekunde Übertragung. Ich meine, das halte ich für ziemlich... Okay, für die Zukunft weiß ich nicht, was man da für Datenübertragungsraten braucht, aber wofür braucht man das, außer vielleicht für einen Server? Wobei ich glaube, das für Server zum Servers, Teil... Server eher weniger. Ja. Brauchst du zum Beispiel, wenn du Bildbearbeitung oder so machen willst, profitierst du schon von einem schnelleren Speicher. Ja, aber ich glaube, da reicht auch eine SSD, oder? Das ist ja nichts anderes als eine SSD. Ja, aber mit so einer Größe und so einer Beschreibungsart. Also, bitte. Ja, ich seh jetzt da eine Aussage nicht. Ich meine, es ist nichts anderes als eine SSD, nur halt etwas schneller. Wozu warum benutzt du kein Amiga 2 oder so? Ich weiß nicht, der ist nicht wirklich sehr kompatibel mit vielen Sachen, die ich gerade benutze. Ja. Ich glaub, da läuft kein Sky. Und weil er nicht schnell genug ist. Jo. Ja, gut. Ich sehe das einfach immer nur so aus privaten Sicht und nicht so aus. Jetzt, heutzutage, brauchst du es als Privatnutzer ganz klar nicht. Da brauchst du im Normalfall auch keine SSD. Egal wie lahmarschig sie ist. Es ist einfach nur ein Luxus für Privatnutzer, jetzt schon eine SSD zu haben, weil es bootet halt schneller. Oder was auch immer du mit deiner SSD machst. Sie ist leiser, verbraucht weniger Strom und sonstiges. Aber tatsächlich brauchen tust du sie nicht. Und genauso brauchst du extrem schnelle nicht. Wenn du sie tatsächlich brauchen wirst, denke ich mal in 5 Jahren, wenn SSDs, HDDs von dem Markt stark verdrängt haben werden. Immer, du musst mal anschauen. Was ich glaube, so schnell wird es nicht passieren, aber ja. Nico, was ist die größte Festplatte, die du zurzeit kaufen kannst? Weiß ich nicht. Ich glaube 6 Terabyte. Ja. So, gut. Was ist die größte SSD, die du zurzeit kaufen kannst? 128? Nee, 128 ist schon... Ich glaube 1 Terabyte kannst du schon kaufen. Für knapp 1000 Euro, ja. Es sind, glaube ich, 840 Gigabyte sind es dann tatsächlich oder so. Ja, ist ja immer sowas. Ja. Aber die kannst du schon kaufen. Und da ist nur noch ein Faktor grob 6 dabei. Die kostet nur 500 Euro. Ja, das ist halt irgendwie wirklich so der Preis jetzt gerade, der mich da, ne? Ja, das ist das Einzige. Das ist halt, warum kaufst du keine Titan? Ich meine, die kostet 800 Euro. Mal teuer. Ja, weil teuer. Ich meine, wäre sie billig, würde sich jeder kaufen. Eben. Ja. Ich habe eine für 2 Terabyte. Siehst du, sogar 2? Ist es nur noch der Faktor 3? Aber die kostet 4.200 Euro. Ja. 2 Millionen. Ich sehe jetzt dein Problem nicht. Olli, hast du das nicht auf der hohen Kante? Ich meine... Ja, Olli, du als Arbeitsloser. Ja, das musst du doch haben, Hartz IV, ich bitte dich. Wofür zahlen wir denn sonst Steuern? Vor allem hier! Ja gut, dann andere Sachen. Ja. Olli kriegt andere Sachen.
wie, Olli, du kriegst kein Hartz IV, was kriegst du denn dann? Arbeitslosengeld? Ja. Ja, Hartz IV ist ja Arbeitslosengeld 2. Ja, ich krieg ALG 1. Okay. Ich hab ne 10 Terabyte externe Festplatte. Das ist schön. Ja, extern ist 10 Terabyte? Nee, extern sind quasi nur interne, anders gestopft, aber extern kann auch sein, dass das einfach nur zwei physische sind, die halt in den RAID-Verbund geschalten sind. Ja, es sieht sehr dick aus, also. Ja, das heißt, es ist nicht eine Festplatte, sondern es ist mehr als eine. Wahrscheinlich so ein RAID-Terminal. Ja. Hätte ich mich gerade so unglaublich versprochen, dass da wahrscheinlich der Kevin wieder gesagt hätte, oh mein Gott. RAID-Terminal. Das Größte, was ich finde, sind 4 Terabyte für eine normale Festplatte. Ist jetzt nicht mehr so relevant, aber ich fand es jetzt noch irgendwie nennenswert. Ja. Also ich habe jetzt so für mich als Privatperson eine 1,5 Terabyte Platte geholt. Und ich muss sagen, die kriege ich relativ gut voll. Okay. Ich habe jetzt, glaube ich, 2 Terabyte. Ja, also ich habe jetzt so immer standardmäßig, glaube ich, so knapp 600 bis 700 MB Gigabyte immer voll. Aber also auch einfach nur, weil ich einfach immer jetzt auch viele Sachen bei Steam habe, die ich einfach nicht runterschmeiß. Nee, ich nehme halt auf mit DxTory. Ja, ich nehme halt auf mit Fraps. Also, ich sag mal so, unser Dark Souls Run war wahrscheinlich insgesamt auch so mindestens 1 Terabyte groß. Das war viel mehr als 1 Terabyte, wenn du das mit Fraps aufgenommen hast. Ja. Ja, das kommt wahrscheinlich hin. Das waren wahrscheinlich über 2. Also, ja. Gehe ich jetzt einfach mal von aus. Ja. Also ich würde mal so sagen, das ist jetzt nicht der Bedarf, glaube ich, nach großen Festplatten ist halt schon immer gegeben, aber ich glaube, der Bedarf nach großen SSDs ist, glaube ich, auch in der Zukunft noch nicht so groß. Beziehungsweise nicht vonnöten zum Beispiel. Kevin, was ist denn deine Meinung? Wenn man es muss, ne? Ja, ne? Wenn man es braucht. Wenn man sein Windows irgendwie in 5 Sekunden hochbooten will, was vollkommen. Braucht man ja stimmt. Nicht. Ach was. Ja. Also bitte. Ich meine, nee, Olli, ist schon nice. Der Olli hat einfach mir den besten Grund gegeben, um sich eine scheiß SSD zu kaufen. Olli meinte immer, ein Kollege von ihm spielt Battlefield und wenn er Battlefield auf seiner SSD draufgepackt hat, hat er die Map irgendwie in 5 Sekunden geladen und hat in der Zeit schon irgendwie 2-3 Flaggen in dem Spiel eingenommen, bevor die anderen Leute überhaupt auf der Map waren. Das war für mich der größte Grund, eine SSD zu kaufen, indem man einfach in dem Sinne cheatet. Ja klar. Beziehungsweise einfach schneller ist als die Rest. Ja klar, so muss das. Ja. Deswegen ist PC Gaming pay to win. Hast du die besten Komponenten, gewinnst du. Natürlich. Außer bei Hearthstone. Das ist einfach so pay to win. Oh. Kommen wir jetzt wieder mit dem Thema. In letzter Zeit geht es mir ein bisschen auf die Nerven, weil die ganzen guten Decks sind jetzt wirklich so 5, 6 Legendaries. Das war mein Argument von Anfang an. Aber du wolltest ja nicht glauben. Nein, das ist ja nur in dem Metagame jetzt gerade. Aber bei Hearthstone ändert sich das Metagame alle 2 Stunden und das meine ich voll ernst. Das ist so. Wirklich? Das ändert sich im Stundentag. Wir reden hier nicht von Tagen, wir reden hier nicht von Wochen, wir reden hier von Stunden. Aber wer bezeichnet das Metagame? Eine Zeit lang war das beste Deck, hat genau 2 Legend... Nee, einen Legendary gespielt. Das ist schon mal eine mehr, als ich glaube ich habe. Ja, es tut mir leid, aber eine sollte man haben. Also so ein paar sollte man schon haben. Sylvanas. Ja, du gehst nicht davon aus, dass ich die habe. Den habe ich. Den hat der Kevin aber. Wenn du competitive sein willst, dann musst du die haben. Ja, aber ich meine, jetzt wird es halt so ein bisschen lächerlich. Ja. Ja, aber ich meine, warum waren sie denn zum Beispiel bei Hearthstone nicht vorher drin? Ich meine, die Karten waren ja wahrscheinlich vorher nicht besser oder schlechter. Na, die Sache ist halt die, mit einem Meta, also das funktioniert halt so, dass es bastelt sich halt einer ein Deck. Und das Deck funktioniert dann. Das Deck funktioniert. Ja, und dann bauen es halt alle Idioten nach. Nein, was dann die Leute machen ist, die bauen sich ein Deck, um das Deck zu kontern. So, jetzt hast du ein... Und die dann halt auch noch mit den anderen Decks, die so rumrennen, so im gut laufen. Weißt du, am Anfang war so komplettes Chaos. Dann hat einer ein richtig gutes Deck gebaut, das haben dann alle benutzt. Oder das ist ja, dann dieses komische sehr viele War-Dingen da, zum Beispiel bei diesem Finale, ne? Von dem Warrior, von diesem. Gott, wie heißt der Typ, der das gewonnen hat bei Blizzard? Ja, genau, Arthosis. Genau, ja. Das Deck, das ist mittlerweile halt ziemlich kacke. Oh, okay. Das benutzt kein Mensch mehr. Schon ein ganzes Weilchen nicht mehr. Aber, weißt du, das Problem ist halt schlichtweg, dass jetzt haben wir dieses eine sehr starke Deck,
wo die anderen Decks nicht mit zurechtkommen. Also bastelt sich jetzt einer ein Deck, mit dem er das sehr starke Deck countert und das mit den anderen so, ja, es klappt. Also gegen die habe ich so 60-40, also mit 40 auf meiner Seite, aber gegen das richtig gute Deck, da habe ich so 90-10 oder so. Das ist jetzt mal ein extremes Beispiel, also die Zahlen sind eher nicht so hart, aber manche. Sie sind einfach nur, um darzustellen, wie genau hoch dann das Ding countert. Und jetzt ist nur das Problem, dass jetzt haben wir dieses neue Deck, das ja das alte unspielbar macht. Du kannst das alte ja jetzt nicht mehr spielen, weil du musst ja davon ausgehen, dass du das Counter-Deck spielst und gegen das Counter-Deck verlierst du. Warum solltest du dann das spielen? Jetzt bastelt sich also ein neuer Deck, um das ein neues Deck, um das Counter-Deck zu countern. Und es läuft dann halt immer so weiter. Und weil Hearthstone halt nur so wenig Karten hat, geht das halt so unendlich schnell. Das heißt, es sind immer so Zyklen, ganz am Anfang war Control das Große. Dann kam ganz, ganz, ganz viel Aggro. Dann kam wieder Control, das war jetzt so bei der BlizzCon. Danach kam wieder, halt wegen dem Arthosis Warrior, den haben dann alle gespielt, kam wieder ganz, 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 ganz viel Aggro. Dann sind halt gerade Priester und so und Mages sind dann ganz groß geworden, weil die halt den ganzen Scheiß freezen können einfach und dann dir zwei Pyroblasts ins Gesicht setzen und dann verlierst du halt. Und das heißt, das countert das. Dann haben Leute dann dieses Paladin-Deck gebaut, mit dem du dich die ganze Zeit hochheißt. Fergadin. Und das haben die jetzt von Baum entwickelt. Druiden. Und mit dem Druiden heißt du dich dann auch wieder. Und das ist halt so. Das funktioniert dann halt. Und das Problem ist jetzt nur, gerade ist es halt in so einem Zustand, wo, wenn du gewinnen willst, dann brauchst du halt einen Haufen Legendaries. Das ist ja, es kann morgen schon nicht mehr der Fall sein. Aber aktuell ist es so. Und das ist halt ziemlich kacke, weil da kann man nicht mitmachen. Eben. Ja. Ich warte ja auf den Zeitpunkt, wo Control ganz groß wird und ich da mit meinem Ragnaros und Vysera alles wegbomb. Da freut er sich schon drauf. Ja, Bloodmage-Strahlnuss habe ich immer noch nicht, im Gegensatz zu anderen Leuten. Die nicht zu schätzen wären. Genau. Egal. Die nicht wertschätzen können, wolltest du das sagen? Eben. Gibt sehr viele Leute, die nennen Bloodmage-Strahlnuss die beste Karte im Spiel. Es gibt sehr viele Leute, die finden ihn irgendwie scheiße. Ja, und diese Leute haben keine Ahnung, wie gut die Karte ist. Nein, wir nennen sie nicht viele Leute, wir nennen sie Kevin. Alter, ich habe einmal gesagt, dass, ich weiß nicht, das Problem war, da, du musst dir das so verstehen, du machst ein Deck auf und dann kommt das so, legendär! Und ich drehe die Karte um, geil, 9-1. Da war halt erstmal kurz meine Reaktion, er ist so gut, weil ich den droppst, ne? Aber und da war ich einfach angepisst. Dann kommt der Base. Ich habe gehofft, ich krieg, keine Ahnung, Illidan oder Ragnaros und dann krieg ich ja... Alter, du kannst dich so drüber freuen, dass du nicht Illidan gekriegt hast, weil Illidan so unendlich unnütz ist. Aber Illidan ist ja cool. Oder du hättest auch irgendwie König Muggler kriegen können. König Muggler ist... Das ist ja das Problem, weil ich die ganzen Legendaries, wo am Anfang alle gedacht haben, hey, die können ja nichts. König Muggler wird jetzt gespielt! Wirklich? Ja, König Black Muggler. Knight auch. Warum wird König Muggler gespielt? Keine Ahnung. Weil es ein Dreier ist, drei Mana-Viech, das 5-5 ist. Das heißt, du klatschst einfach das eine Viech weg, was dein Gegner hat. Und was macht der jetzt? Der hat nichts zum Buffen. Bananas. Wenn er was spielt und es bufft, dann haue ich es einfach mit irgendeinem Zauber über den Haufen. Und du hast immer noch einen 5-5er. Ja, gut. Oh. King Muggler könntest du jetzt halt nicht spielen in einem Ultra-Aggro-Metagame. Wo alle noch dieses, weißt du noch, dieses Warlock-Murloc-Deck, worüber ich mich so aufgeregt habe? Das ist jetzt gar nicht mehr so beliebt. Das Scheißspiel bewegt sich in einem Stundentakt. Da komm ich nicht mit. Das ist so sinnlos. Die brauchen mehr Karten. Ich brauche mehr Karten. Ich stelle mir das irgendwie immer so vor, dass du dir dann wie so ein Drogensüchtiger sitzt und immer so die nächste Spritze so, ich brauche mehr Karten, ich brauche die nächsten Booster-Packs. Los, jetzt kannst du uns nicht gewinnen. Ja, so etwa. Ja, ich meine. Und dann kommt noch Blizzard dazu, die wie Könige irgendwie balancen können. Nee, die balancen. Nein. Kacke. Nein. Ja, ach nee, deswegen. Satire. Weißt du, ich fand es so beschissen, dass die haben bei der BlizzCon angekündigt, ne, dass Hunter genervt wird. Und was machen die? Ein halbes Jahr später gefühlt. In Hearthstone-Zeit, 10 Jahre später, nerfen die den Scheiß mal. Hunter war zu dem Zeitpunkt schon so, oh kacke, der kann irgendwie nichts außer OTK. Und jetzt kann er nicht mal OTK. Na, ganz groß. Und jetzt wird Hunter als allgemein die schlechteste Klasse, ohne Frage, anerkannt. Ich mag Hunter. Ja, das heißt, ich meine, das ist jetzt das Scheiße. Problem. Blizzard hat angekündigt, die nerven den. Das haben die auch gemacht. Die haben nie behauptet, das in nächster Zeit zu machen.
Oder es gut zu machen. Nein, nein, die haben auch nie behauptet, dass der danach noch irgendwie spielbar ist. Die haben einfach gesagt, fuck it, die Klasse können nicht. Das ist auch mein Problem, dass die halt sagen, das ist Blizzard. Das ist halt das Problem, dass du mit Blizzard irgendwie nicht familiär bist. So nervt Blizzard. Blizzard macht etwas OP. Blizzard macht etwas OP. Danach kannst du es nicht mehr benutzen, nachdem sie es genervt haben. Dann machen sie wieder was anderes OP. Und die ganze Zeit. Es gibt immer einen Status. Es gibt nicht spielbar und OP. Und da wechseln die einfach immer so reihum. Es gibt immer so. Das wahrscheinlich aus. Was machen wir heute mal, OP? Ja, das ist sozusagen, bei Hearthstone muss das ungefähr so denken. Es gibt immer ein Deck oder eine Klasse, die ist in der Form OP und eine Klasse, die ist halt scheiße. Dann wird die Klasse, die scheiße wird, wahrscheinlich genervt. Die scheiße ist gebufft, aber so, dass sie so normal ist. Dann wird aber dafür eine andere Klasse genervt, die dann unspielbar ist und eine andere Klasse wird dann gebufft, damit die dann wieder OP ist. Mhm. Das heißt, es gibt immer ein Deck, was OP ist und immer ein Deck, was ultra und scheiße ist, was keine Sau spielt. Ja. Das nennt sich nicht Balance, das nennt sich Faggerhaftigkeit. Na, das nennt sich Blizzard. Ja, willkommen bei Blizzard. Welcome to Blizzard. So, wenn ich mir nur angucke bei Diablo 3, was die da gemacht haben, da war am Anfang, also noch nicht hier PTR-Zeiten, sondern am Anfang, da war Krieger einfach OP, weil der hat einfach Wirbelwind gemacht, hat so dann live von hinten, den hast du nicht tot bekommen, weil der sich immer hochgehalten hat. Danach, war Zauberin OP, weil die konntest du nicht töten, weil die gar nicht erst möglich war zu treffen. Jetzt sind sie alle nicht mehr OP, sondern alle irgendwie scheiße. Das ist doof. Blizzard kann nicht balancen, das haben wir damit auch. Außer vielleicht bei StarCraft, aber da bin ich mir auch nicht so sicher, weil ich da echt extrem nicht in der Materie drum bin, um irgendwie mir davon irgendwas zu sagen. StarCraft ist, glaube ich, jeden Tag mindestens ein Patch, wo die dann irgendwas nerven und irgendwas wieder buffen und solche Scherze. Wie gesagt, ich habe davon absolut keine Ahnung, um davon irgendwie eine Meinung abzugeben. Das grenzt mich von so manchen Leuten ab, die einfach zu allem ihren Scheiß labern, obwohl sie null Informationen oder so davon haben, aber einfach so sagen, finde ich scheiße. Schaut euch das mal an. Ist das eine Petition? Nein, das ist so ein kleiner Comic, der wird so erklärt, wie bestimmte Firmen balancen. Dann ist halt so, Wolf, die machen halt Imbar gegen Imbar, Riot macht halt Schwach gegen Schwach. Und Blizzard ist, jeder darf mal. Ja, genau das, was ich gerade gesagt habe. Das ist keine Übertreibung, das ist wirklich so. Damit die Leute das auch sehen können. Ja. Das finde ich, das stellt es sehr schön dar. Ich meine, ich kenne mich jetzt mit Riot nicht aus, also würde ich da jetzt gar nichts drüber sagen. Aber bei Dota ist es halt schon so. Die machen halt, Dota hat halt so eine Tendenz, eher Helden zu buffen, als sie zu nerven. Ja, einfach. Und im Endeffekt alles stärker zu machen. Damit das Spiel einfach mehr Spaß macht, weil höhere Zahlen machen mehr Spaß als niedrige Zahlen. Ja, und coolere Effekte und so. Wenn halt was explodiert, ist das viel lustiger, als wenn du es nur so ein bisschen anzündest. Ja. Deswegen kann ich das auch voll unterstützen. Deswegen finde ich zum Beispiel Dota irgendwie lustiger, weil bei League of Legends oder so, da gibt's so, keine Ahnung, Zauber, die machen irgendwie so, da wird das als Stun gezählt, wenn du da so 0,75 machst und nicht so, bitch please, Skeleton King, 2 Stunden, der macht halt das Stun nicht mehr, ne? Doch, der Stunt noch. Der macht 2 Sekunden Stunt. Bitch, please. Alter, wie bitchst du gerade Skeleton King an, weil der 2 Sekunden Stunt, nimm mir an, nix, der irgendwie 3,5 Sekunden Stunt. Mirana mit ihren 10 Stunden. Ja. Das ist undenkbar in League of Legends. Kommt Bane reingerannt und hält dich 3 Jahre im Boden fest. So, ich mach das jetzt mal kurz groß, damit man es lesen kann. Für alle. Dann League of Legends oder so. Warte mal, was ist denn da der längste Stunt? Dann mach ich's wieder kleiner, weil sonst kann man ja die 10 gar nicht sehen. Kannst die 10 drunter machen, wenn du unbedingt willst. Nein. Auf jeden Fall, es ist halt wirklich so, in League of Legends wird irgendwie alles immer ziemlich klein gehalten, was so CC und sonst was angeht. Das ist halt echt langweilig, finde ich zum Teil. Weil das Spiel funktioniert bei League of Legends meiner Meinung nach ungefähr so, du pokst dich irgendwie die ganze Zeit immer an, du tradest die ganze Zeit, dass du irgendwie so ungefähr mal die Hälfte hast. So auf einer Lane, so, keine Ahnung, vom Level 1 bis 6 oder so. Und irgendwann initiatest du dann halt und tötest den anderen. Und das ist irgendwie total langweilig, finde ich. Weil du die pokst die ganze Zeit an und irgendwann merkst du so, ja gut, den kann ich jetzt töten. Toll. Super. Oder ein Gang kommt vom Jungler. Fuck den Jungler. Gut, ich habe jetzt irgendwie gedacht, dass ich das Thema gekillt habe. Aber ja. Ja. Ich meine,
Das ist doch so lächerlich irgendwie. Aber ich will mir auch nicht irgendwie behaupten können, dass Nerven bzw. Balancen einfach ist. Nee, absolut nicht. Naja, das wollen wir kurz klarstellen. Ja, also das, was zum Beispiel Ice Frog oder so immer machen, ist nur so mit Effekten und sonst was und irgendwelche Zahlen minimal verändern. Ne, das will ich gar nicht. Ich finde es immer so lustig, oder so, nicht eher weniger lustig, aber ich finde es immer so ein bisschen schade, wenn sich Leute drüber lustig machen, dass Ice Frog halt jetzt, keine Ahnung, Necrolite plus 1 Rüstung gibt, ne? Und so, ja, das bringt doch nichts. Aber euch ist schon klar, dass plus 6 Rüstung sind 6% mehr effektive Leben auf jedem Level. Das macht einen großen Unterschied bei einem Helden, der tanky sein soll. Ja. Ich bin immer noch dafür, Kevin sollte die Patch Notes machen. Ja, ganz dringend. Ganz dringend. Kevin wäre super im Balancen. Richtig. Ja. Er hat mich vorhin getötet. Der macht jetzt keinen Schaden mehr. Natürlich. Bei Kevin gibt's nur einen Schaden Moment, und gar keinen Schaden. Moment. Nein. Wenn mich einer tötet, dann liegt es nicht daran. Nein. Also, dann wird er anders gebalanced. Nicht, der macht keinen Schaden. Das wäre ja noch zu stark. Der heilt mich, wenn er mich haut. Ja. Und außerdem. Warum, es klingt bei euch immer so, als würdet ihr das nicht ernst meinen, wenn ihr meint, dass ich patchen soll. Ich hab euch doch schon mal so einen kleinen Geschmack gegeben, ja. Das Spiel hat einfach ein paar essentielle Probleme, ja. Zum Beispiel Nyx läuft nur noch in rosa Tütüs rum und alle seine Skills schießen Regenbogen und heilen den Gegner und damagen das eigene Team. Das kann ich jetzt auch mal so unterstützen. Ja, weil Nyx ist einfach nur ein Arsch. Der soll sich auch alles, so anziehen. Was Nyx angeht, unterstütze ich. Fuck den. Nyx ist der beschissenste Fick-Charakter, den man sich nur vorstellen kann. Deswegen muss der auch so angezogen werden, damit ihn auch jeder so erkennt. Ja. Ah, ich weiß nicht. Also was im Dritten Reich die Judensterne waren, sind mir die rosa Tütüs für Nyx. So sieht das einfach mal aus. Okay. Man muss das erkennen. Ja. Gut. Aber uns. Haben wir das ja auch geklärt? Ja. Nee, aber das ist halt echt. Sowas wie Balancing ist echt so ein beschissener Job, sag ich mal in Anführungsstrichen, weil du musst wirklich jeden Scheiß beachten. Absolut jeden. Wenn du jetzt irgendwie, nehmen wir mal zum Beispiel den Dschungel von, sagen wir mal, Dota oder sonst was, ne? Wenn du jetzt einen scheiß Creep irgendwie die Fähigkeiten wegnimmst, irgendwie, dass sie ausweichen kann. Das war ja mal bei Hon oder bei Dota gibt's ja diese Viecher, die haben irgendwie 25% Ausweichchance gehabt. Und das haben die ja dann bei Horn, glaube ich, weggepatcht. Das hat im Endeffekt Predator, also halt sozusagen Lifestealer, extrem gebufft. Weil der konnte jetzt zum Beispiel die Viecher relativ easy hauen, weil der ja halt immer getroffen hat. Und sowas zum Beispiel hätte ich zum Beispiel nicht bedacht. Einfach nur, also, ja. Der beste Buff in Horn war immer noch der, wo die Predators Ultimate passiv gemacht haben. Das war so herrlich. Du hast dich einfach reingejolot wie ein Vollidiot und alles weggefickt. Ja. Das war die dümmste Idee, die die je hatten, aber es war so lustig zum Spielen. Ja, und haben die nicht. Nee, das war, glaube ich, nur ein Vorschlag, dass sie hier. Gott, wie heißt dieses Ding, was dich schneller angreifen lässt und. Text. Ja, nee, das Ding und Lifestyle, wie heißt der Scheiß nochmal? Mask of Madness. Mask of Madness und hier Helm of Dominator. Oh, Armlet, ja, haben die das nicht zusammengepackt oder irgendwie sowas? Nee, ich glaube, nee, das war mein Vorschlag. Das haben die leider nicht gemacht. Oh. Haben sie es gemacht? Ich weiß es nicht. Wenn sie es gemacht haben, dann möchte ich gerne Credits, weil das war meine Idee. Du kriegst keine Credits. Ey, ich habe sogar einen Forum-Thread. Der hat, glaube ich, am meisten Aufrufe oder sowas in dem scheiß Forum. Aber leider wurde auch irgendwie dein Name oder du wurdest, glaube ich, irgendwie zum. Wurdest du gebannt? Nee, ne? Ich glaube, nur wurde gelöscht. Mein Account wird ständig versucht, Zack. Zu werden. Oh. Alle Welt will meinen Account haben. Okay. Ja, ist wahrscheinlich der wertvollste Account in dem ganzen Spiel, abgesehen von vielleicht Breaky CPK oder so. Okay. Aber wir haben. Es leckt gerade ein bisschen. Ja, nicht nur ein bisschen. Bei mir leckt es die ganze Zeit schon. Bei mir leckt es gar nicht. Ja, jetzt gerade wieder nicht. Ja, jetzt geht's wieder. Wahrscheinlich, weil Baumi irgendwie der Host ist. Nein, ich bin der Host. Ich bin nicht Host. Kevin, dann lädst du irgendein Porno runter von Markus empfohlen. Woher weißt du das? Ansonsten. Weil die Filme gut. Sonst nicht gut sind. Ja. Ja, weil ich vertraue nur auf Markus seine Bewertung, was Filme und auf welche, Pornos. Welche angeht. Bewertung solltest du denn sonst bitte beachten? Auf keine, deswegen sag ich's eben. Ja. Ach, das ist der ernsthaft nicht auf Bewertungen.
Jetzt ehrlich, Kevin. Was? Achtest du nicht auf Bewertungen? Na, natürlich. Alter, du beschwerst dich immer, wenn du mir irgendwie ein Spiel andrehen willst, dass ich mir erstmal Bewertungen durchschaue. Natürlich achte ich auf Bewertungen. Kevin, wir reden nicht von Spielen. Ja, bei allem. Wir reden von Markus, sein Metier. Ich achte bei allem. Ach so. Ja, da auch. Hallo, da schaust du dir alle irgendeinen Scheiß an, ne? Da geht es natürlich nur das, was die Kritiker empfehlen, ist ja klar. Hm? Ja, also Markus. Also Markus. Der einzig wahre Kritiker. Sehr gut. Ja. Critically acclaimed Markus, bei Markus. Jetzt eine ernst gemeinte Frage. Gibt es wirklich Pornokritiker? Ja. Also würde mich wundern, wenn nicht. Würde mich auch wundern, wenn nicht. Nein, nein. Ja, aber ich meine... Also ich kenne jetzt keinen, wenn du das fragst. Also wenn du jetzt... Ich wollte nämlich, das wäre nämlich jetzt wirklich meine Frage, ob der Markus Pornokritiker wirklich so kennt. Weil ich kenne ja zum Beispiel wirklich so die Porno-Awards. Ich kenne keinen aber persönlich. Das war auch nicht so der Sinn der Frage, sondern ob das sowas generell... Nein, er wollte jetzt wissen, ob du dich bei einem informierst zum Beispiel. Nee. Nein. Ob es einfach nicht? Wirklich sowas gibt, weil es gibt ja hier sowas wie die Porno-Awards oder mehrere. Ich meine... Es ja. muss doch irgendwelche Leute geben, die irgendwie Pornos kritisieren können. Oder was soll man? Ich kann alles kritisieren. Sag mal, wer knickt denn da die ganze Zeit? Ich kämpfe gerade gegen komische Roboter, die mich angreifen. Mein Gott. Und ich bin tot. Ich kämpfe nur gegen Vagina Dragons. Jetzt erst. Vagina Dragon. Gut. Das ist sehr schön, dass du gerne gegen. Es ist auch ein Spiel auf YouPorn. Und Pornhub, dass man da irgendwie so Drachen mit riesen weiblichen Geschlechtsmerkmalen hat. Bestimmt. Ich habe dem Vagina Dragon gerade einen Schwanz abgeschlagen. Das klingt ziemlich unweiblich. Ja, so ehrlich. Ja. Also, nee. Also, nee. Haben wir noch irgendein Thema oder mal? Schluss. Ja, wir haben ja vielleicht noch irgendwie was von unserer Liste, die wir irgendwie vor einem halben Jahr mal gemacht haben. Da müsste ich jetzt, ich hau aber gerade, nee, kack drauf. Kevin, wie lang ist? Wie lang ist? 2 Stunden 15. Das reicht. Aber das ist dann irgendwie knapp die Hälfte, was wir sonst immer hochladen. Ist egal, manchmal machen wir halt kürzer, manchmal machen wir länger. Das hängt ganz davon ab, wie ich drauf bin. Heute war es halt die Hardcore-Hardware Edition. Das ja, nur für die Harten, vom, ne? Ich weiß, dass das passt, deswegen habe ich es gesagt. Shazam. Es ist eine Alliteration. Alliteration, nein, Thema, bitte. Weil wegen kann ich kurz anmerken, dass ich den Vagina Dragon umgehauen habe, um Schaden zu kriegen. Ich habe das irgendwie durchsteckt. Supi. Danke. Danke. Ich finde es übrigens heute bewundernswert, dass heute mal nicht der Olli war, der am wenigsten gesagt hat. Ja, seht ihr? Ich habe bewusst den Markus manipuliert und den Nico, damit sie Hardware-Themen ansprechen, weil ich wusste, dass der Olli da mehr weiß als ich und deswegen habe ich jetzt heute mal den Olli in den Mittelpunkt gerückt. Ja, ihr wisst das nur nicht, aber ich ziehe eigentlich im Hintergrund immer die Fäden und ich versuche immer alle gleich. Ich weiß nicht, aber das ist so ziemlich das Mindeste, was ich von. Kevin, das ist aber auch das Mindeste, was ich von einem König erwarte, dass der irgendwie die Fäden zieht. Ja, richtig. aber die meiste Zeit ist sich das nicht bewusst, deswegen hebe ich es an dieser Stelle hervor. Ich kümmere mich um meine Untertanen. Kevin labert gerade Bullshit. Ja, so ziemlich. Kein Geheimnis. Nein, es darf auch kein Geheimnis sein, weil Markus es gerade gesagt hat. Tatsache. Ja. Es wurde bewertet. Es ist genau das. Kevin erzählt Bullshit, weil Markus es so definiert hat. Gut, Markus, lass ihn Argument glauben. Akzeptiert. Ganz ehrlich, wir müssen den Markus irgendwie in Minecraft implementieren, dass der dann... Ja, Markus, die ganze Minecraft mit? Ich hab kein Minecraft. Also das ist so ein toll, Problem, ja. Was sich relativ schnell lösen lässt, Markus. Das nennt sich... Da ist auf einmal Stille, ja, wenn es wieder ums Geld geht. Das ist ganz schnell ja. Die ich meine, raus. Dann wird der Markus ein königlicher... Der wird Schatzmeister, das war er schon bei Schule als Staat. Das hat er gut hingekriegt. Nein, das Markus wird Protokollant. Der darf die Schilder beschriften. Das Problem Markus ist nur, darf die Schilder beschriften. Kevin. Ja, ach, gut. Kevin. Das ist Markus, du musst Minecraft mitspielen, dann darfst du die Schilder beschriften. Ich bin davon vollkommen überzeugt, dass wir das so gerne machen, aber wenn der Markus, dann muss der auch Schatzmeister sein. Das Problem wird nur dann sein, der Markus muss dann eine Währung einführen. Hat er auch schon bei Schule als Start hingekriegt. Und das müssen wir uns dann an die Währung halten. Ey, der Markus, der ist ein bewährter Fachmann für fiskale und andere wirtschaftliche Angelegenheiten. Also ich glaube, Kevin, siehst du das Problem nicht?
wenn wir in Minecraft jetzt eine Währung einführen? Wieso? Ich bin der König, ich krieg ja von allem was. Ich sehe da kein Problem. Ja, aber was machen wir, wenn wir nicht mehr flüssig sind und zahlungsfähig? Ja, dann sollen sie halt Kuchen essen. Alles mein. Du weißt schon, dass dieses... Das hat sie nie gesagt. Nie gesagt. Ich weiß. Gut. Hey, mir brauchst du das nicht erzählen. Hey, wer weiß. Es ist auch eine Lüge, dass Napoleon klein war. Der war normal groß für seine Zeit. Die haben bloß, die Engländer haben bloß die französischen Maßeinheiten, welche anders waren als ihre eigenen, übernommen. Die sind heute immer noch anders, weil die Engländer immer ihren eigenen Scheiß machen. Und deswegen glaubt alle Welt, weil die Engländer damals Scheiße gebaut haben beim Aufschreiben, dass der sehr klein war. Stimmt aber eigentlich gar nicht. Ja, der war kleiner als die Leute heute, aber früher waren die Leute halt kleiner, weil sie weniger zu fressen bekommen. Hey, Jesus war, glaube ich, so 1,30. Ja. Nein. Aber... Warum nicht? Ich glaube, 1,30 ist ein bisschen klein, aber Jesus war auf jeden Fall dunkelhäutig. Das ist mal ganz klar. Weil... Black Jesus. Weil Leute in Israel einfach dunkelhäutig sind. Nigger Jesus. Korean Jesus! Da braucht mir keiner... kann mir keiner irgendwas erzählen. Kevin, können wir auch bitte festlegen, dass Hitler schwarz war? Nein. Weil keiner diesen. Das ist so ein geiler Witz bei Community. Isn't that right, Black Hitler? Once you go keine. Black Hitler, you never go back, weißt, Hitler! Weißt du, warum die da Black Hitler hingesetzt haben? Damit der Typ sagen, damit den keiner glaubt. Ja. Einfach nur so. Wenn der Retter später raus, there was Black Hitler. Ja, ist okay. Ja. Ich meine, das ist so der perfekte Schach, ja, irgendwie so, Leute niemand wird dir glauben. Verkleide dich als schwarzer Hitler, baue irgendwie Hey, ganz ehrlich, das ist eigentlich eh so eine gute Idee. Du gehst mal einfach durch eine Einkaufsstraße, verkleidest dich als schwarzer Hitler, rempelst Leute an, klausch Leuten irgendwas. Was wollen die der Polizei sagen? Dass sie von einem schwarzen Hitler ausgeraubt wurden? Ja. Bitch, please. Oder dann musst du das genauso machen wie Odysseus. Du musst irgendwie Leuten was klauen und dann sagen so, wer hat sie denn geklaut? Niemand. Ich glaube, der Troll ist 2000 Jahre alt, der funktioniert nicht mehr. Bitch, please, Kevin, wirklich? Glaubst du wirklich, dass Leute das nicht machen? Beziehungsweise, Kevin, darf ich dir den neuesten Troll, den ich letztens entdeckt habe, vorstellen? Ja, bitte. Erläutere uns, Nico, bitte. Okay, ihr kennt ja alle die Failbox One, ne? Nein. Die große, große Kartoffel von Microsoft. Nein. Okay, die Xbox One. Achso. Die Kartoffel. Doch VHS-Rekorder! Nein! Ich finde das Design immer noch nicht scheiße. So, immer noch. Ja, es ist eine rechteckige, große, schwarze Kiste. Jetzt pssst! Nein, das ist einfach nur rechteckige Kiste, das schön subtil und sonst was. Das ist scheiß doch drauf. Fanboy! Ja. Wir kommen so nicht weiter, Schnauze jetzt! Also. Fanboy! Die Xbox, die Xbox One hat ja bekanntlich Voice. Ich weiß nicht. Ja. Voice-Commands und so ein Scheiß, ne? Und unter anderem ist einer der Voice-Commands Xbox Sign-Out. Also Xbox halt ausloggen, ne? Also von deinem Account. Mhm. Dann hat sich ein Typ bei Call of Duty, beziehungsweise bei der Xbox, diesen Usernamen gegeben. Sign-Out. Ja, nein, Xbox Sign-Out. Ach so. Das Xbox davor sagen. Und dann hat er sich bei Call of Duty bei Leuten, einfach so hat er die in die Ecke gedrückt und die kamen ja dann nicht mehr raus, weil bei Call of Duty gibt's ja irgendwie Unit-Block und so einen Scheiß, okay, ne? Ja. Und dann haben die den ganzen Tag so angeregt, so, fucking Xbox Sign-Out. Boom. Oh Gott. Und dann kommt immer so, wollen sie sich wirklich ausloggen? Und dann hörst du so, no. Das ist so gut. Das ist so eine Scheiße. Ich verstehe immer noch nicht bis heute, warum man so einen Scheiß haben soll mit Xbox Sign Out und Kinect. Ja, weil die Leute auf Sprachsteuerung abfahren. Nein, tun sie gar nicht. Ja, also zumindest glauben die Leute, dass man auf Sprachsteuerung... Hey, an sich finde ich das cool. Ja, aber es muss halt nur mal gescheit umgesetzt werden. Ja, es funktioniert halt meistens nicht. Du kannst mir sagen, was du willst. Die Leute fahren nicht auf die Kinect ab. Kannst mir sagen, was du willst. Nee, das Ding funktioniert kein einfach Geheimnis. Das Ding funktioniert zu scheiße, dass du mir sagen könntest, dass Leute sich irgendwie auf Kinect oder Voice Commands oder sonst was irgendwie... Also, ich würde ja mal behaupten, 3 Millionen verkaufte Einheiten widersprechen dem. Ja, weil die Xbox Kinect nicht der Hauptverkaufsgrund ist. Wenn die mir jetzt gesagt haben, hier, die Xbox One ist eigentlich eine 360 nur mit Kinect 2.0. Verkaufst dann 100. Maximal. Besonders das Kinect 2.0 funktioniert kein bisschen besser als 1.0. Kein bisschen. 1.0 hat noch nicht mal funktioniert. Eben.
Und das ist doch irgendwann grauenhaft, wenn 2.0 nicht mal irgendwie annähernd anders funktioniert. Das ist so ein gutes Ding. Ich meine, ihr habt wahrscheinlich irgendwie keinerlei Spiele von Xbox jetzt angesehen, die mit Kinect jetzt funktionieren, die neuen, ne? Nicht wirklich. Obwohl, ich habe mir Rome angeguckt. Rise, oder was? Meine ich doch. Ja. Also Rise hier, das Rome-Ding. Ja. Und da ist auch Kinect-Support und das hat eigentlich, was ich davon gesehen habe, hat das funktioniert. Das sind ja so Sachen, die ja, aber das Spiel ist aber, glaube ich, in der Form auch extrem simpel. Ja, also du kannst so damit halt so Bogenschützen kommandieren, da kannst du dann zum Beispiel so Sachen. Ja, das ist aber. Firevolley. Ja, aber das hat, glaube ich. Ja. Kannst du aber auch einfach beenden, indem du einfach nur den LB drückst, also L1. Ja. Dann kannst du es auch triggern. Allerdings, glaube ich, ich sag mal so, mein Gegenbeispiel dafür ist, die GameCube hatte auch ein Mikrofon. Ups. Ja. Und da, ich sag mal so, bei dem Mikrofon von der GameCube konntest du sagen, was du wolltest. Das hat auch immer irgendeinen Voice-Command ausgesetzt. Ich weiß jetzt zwar nicht genau, wie das bei der Xbox oder bei Kinect besser funktioniert, aber irgendwie stelle ich mir das so insgeheim so vor, dass du sagen kannst, was du willst. Entweder erkennt er gar nichts oder füllt irgendwas auf, was du nicht meintest. Also, ich weiß nicht, aber... Ja, das ist... Irgendwie glaube ich nicht ernsthaft, dass Kinect oder irgendwie sowas in der Zukunft einfach funktioniert, beziehungsweise einen Platz hat. Weil es funktioniert einfach zu scheiße. Ey, es gab ja auch mal dieses Spiel von Ubisoft, Tom Clancy's End War. Das habe ich, das war auch so das ganz große Feature. Oh mein Gott, du hast jetzt ein Strategiespiel mit so Voice-Command, so deine Stimme kommandiert Soldaten und sowas. Das ist halt ein Gimmick, ja. Das Ding ist, ich habe da ein paar Videos gesehen. Also kompetitiv wurde das Spiel jetzt eh nichts. Das Spiel war nicht groß bekannt, weil das halt einfach die Leute nicht interessiert hat, ja. Also kompetitiv gab es eh nicht so groß Multiplayer. Aber wenn Multiplayer, dann wurde es eh mit Maus und Tastatur gespielt, weil es halt 180 Millionen Mal schneller ging. Und die KI macht auch viel schneller, als du mit der Stimme überhaupt hinterherkommst. Also wenn du es normalerweise spielst, spielst du es mit der Tastatur. Aber ich sag mal, so... Kurz am Anfang ist das natürlich schon witzig, wenn du halt, klar, da muss natürlich drauf stehen, ja, aber wenn du das magst, dann ist das schon, dann funktioniert das schon von wegen, ja, Einheit 7, Vorrücken zu Foxtrot, Einheit 2, Angriff auf Feind 7, Luftangriff auf Position B oder sowas und dann, das funktioniert schon. Wenn ja, da das halt Problem ist, das hat vielleicht funktioniert, im Gegensatz zu Kinect. Ja, das ist halt das Problem, Kinect habe ich auch schon gesehen. Gibt es mehrere Beweise, ja, dass du, ja. dass die Spiele nicht funktionieren. Ja. So wie heißt das so? Zum Beispiel hier das eine Ding, mit den Kampfroboter? Ja, zum einen das mit den Kampfrobotern, wobei eigentlich ist es eigentlich ein ziemlich eigentlich das allererste neueste Spiel, was irgendwie für Kinect rauskam, sofort zum Launch. Was irgendwie auch irgendwie Joe oder so. Ja. Da war halt auch zu null funktioniert. Dieses Mac-Spiel. Von Xbox One jetzt, da gibt's auch so ein Prügel. So ein Street Fighter oder Street noch was, halt irgendwie so ein Brawler. Da kannst du auch irgendwelche komischen Kicks oder so machen, das funktioniert auch nicht. Das ist einfach so sinnlos und dumm, das ganze System. Zumindest, es funktioniert nicht. Es hat natürlich irgendwie ein Feature, beziehungsweise es soll, wenn es funktioniert, fände ich es ja auch gut. Aber es funktioniert leider absolut nicht so. Und das Schlimmste ist, es wird immer so dargestellt, als ob es funktioniert. Ja, das ist immer ganz toll, wenn sie dann sagen, wow. Das ist die Zukunft des Gamings. Ja, das ist immer wir spielen bald Dark Souls so, dass wir selber das Schild hochhalten müssen und sowas. Würde ich nicht kaufen. Wäre zu anstrengend. Ne? Also, nee, nicht zu anstrengend. Natürlich, ich muss sagen, Alter, das kriegst du doch nie im Leben hin. Da kannst du halt nicht mehr irgendwie sagen, okay, ich zocke jetzt mal 2-3 Stunden Dark Souls. Wer läuft denn da auf der Stelle 2-3 Stunden mit Schild und das läuft nicht. Wie willst du Havel spielen? Was denn? Du läufst halt ganz normal. Du ziehst ja da keine dicken Klamotten an, Olli. Das ja, doch, dann bist du da so mit Gewichten und alles so. Das hat richtig. Ja, du musst einfach so eine. Du musst dir eine eigene Rüstung basteln, sonst kannst du Havel nicht spielen. Wir verkaufen eine mit, das ist so ein Bonus-Feature. Havels Rüstung. Um Havels Rüstung zu benutzen, musst du die mitgelieferten Gewichte mit Sensoren anziehen. Ja! Sonst kannst du die nicht benutzen, sonst hast du nicht die Erlaubnis. Ja. Das finde ich irgendwie die perfekte Lösung. Nein. Nein? Nein. Warum nicht? Dann würde sich die Spreu vom Weizen trennen. Eben.
die fähig oder die auserwählt sind, habe zu benutzen. Die auserwählt sind. Die wahrscheinlich beim Anlegen der Rüstung unter dem Gewicht zusammenbrechen und dessen Volk. Dann elendig krepieren werden. Ja. Olli, zu dem letzteren werden wir Wildwerber wahrscheinlich gehören, oder? Nein, weil ich dann einfach kein Habe nehmen würde, sondern einfach ein Decksbild bauen würde und fertig. Ich meine, die Elite. Da musst du aber auch sehr viel mit einem Schwert rumfuchteln, Olli. Elite-Night-Rüstung ist eh besser. Ja. Ja, und ich meine, so, die hatten auch bei der GC hatten die so einen Ritter. Der hatte so eine Rüstung an. Der hat auch Dark Souls gespielt damit, aber kam nicht sehr weit. Das war leider sehr traurig. Das ist sehr, sehr traurig, ja. 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 Aber ganz ehrlich, ich irgendwie. Dark Souls 2 wird schon so ein Ding irgendwie für 2014, aber sonst habe ich nichts Geiles im Moment. Oh Gott, für mich gibt es wesentlich mehr. Ja, zum Beispiel, eine der Sachen, die jetzt letztens erst rauskam, 2014 wird, oh Gott, wie heißt der Scheiß mit dem Virus und den Leuten da und dieses Multiplayer-MMO-Dingen da. Watch Dogs. The Division. Nee. Wirklich, Kevin, da kommst du keine Infektion und so. Ja, ich dachte, du meinst das Computervirus. The Division wird nicht 2014 rauskommen. Wie? Ja. Haben sie das nicht ganz groß angekündigt, dass das 2014? Ja, Ubisoft hat das angekündigt. Ah, okay. Viel an. Ubisoft hat angekündigt, mein dass das Fehler. Fertig ist. Die Leute sind jetzt gerade erstmal mit der Engine fertig. So um die, ich weiß nicht mal, ob die wirklich jetzt schon fertig sind, aber die sind jetzt gerade erstmal mit der Engine beschäftigt. Die haben eigentlich so gesehen fast gar nichts vom Spiel angefangen. Das ist arm. Ja, und wir, stell dir vor, du sollst jetzt innerhalb von einem Jahr das Spiel fertig hauen. Das ist unmöglich. Ja, das läuft irgendwie nicht. Das stimmt. Aber ich finde, wenn jetzt, sagen wir mal, Ubisoft so Scumbag ist und jetzt sagt, nee, trotzdem machen wir das irgendwie so knapp eineinhalb Jahren raus, kann ich dir jetzt schon sagen, dass das Spiel scheiße sein wird. Ja, wenn jetzt wieder so ein Scheißfunk passiert wie bei Battlefield oder sonst was, ne? Ey, dann wende ich von Triple A und sonst was alles irgendwie komplett den Rücken. Nee, dann werde ich echt so wie Baumi. Dann wieder Baumi, der ja, gar nichts mehr spielt. Nee, ganz ehrlich, dann unterstütze ich das auf keinen Fall, außer ich spiele die Spiele irgendwie 25 Jahre später, wo das Spiel dann auch irgendwie mal den Content hat, den es verdient. Wo man sich dann die Standard-Edition für 20 Euro kauft, die dann 20 DLCs und Erweiterungen erhält. Und nicht das Grundspiel für 50 Euro und dann erstmal noch für 40 Euro DLCs und Erweiterungen dazu kaufen muss. Ja, das kostet mich aber auch ein bisschen an. Also ganz ehrlich. Was auch jetzt irgendwie von voll vielen Leuten irgendwie in der Diskussion ist, ist zum Beispiel, dass viel zu viele Leute oder viele Leute sich jetzt so Spiele als Beta-Test sozusagen kaufen. Also dass sich Leute effektiv Beta-Tests kaufen. Sowas wie zum Beispiel DayZ. Das ist ja jetzt effektiv in der Alpha und viele Leute kritisieren das, dass Leute jetzt schon sozusagen unfertige Spiele schon fast im Vollpreis kaufen. Ja. Beziehungsweise, und das ist dann irgendwie. Hey, ganz ehrlich, das ist generell ein Trend. Ich hab mal eine ganz allgemeine Frage. Könnt ihr euch noch daran erinnern, wann es das letzte Mal eine Demo von einem Spiel gab? Das macht doch heute kein Schwein mehr. Heute wird jedes Spiel halbfertig auf den Markt geworfen und dann erstmal zwei Monate lang durchgepatcht. Oder wenn sie schlau sind, machen sie davor irgendwie noch eine offene Beta oder sowas, wo die Leute sich dann auch erstmal schon das Spiel kaufen müssen, um überhaupt dabei zu sein. Und dann missbrauchst du deine Leute also deine Käufer als Beta-Tester. Früher hast du das Spiel entwickelt und wenn es fertig war, hast du eine extra Mission davon gemacht oder von mir aus die Tutorial-Mission, hast das als gratis Demo veröffentlicht, damit die Leute spielen konnten und dann haben sich die Leute gekauft, weil sie gesagt haben, jo, das sah gut aus, da möchte ich mehr davon sehen. Das gibt's doch heute Kevin, gar nicht mehr. Kevin, weil es heutzutage einfach viel zu viele Trailer und Videos und sonst was gibt. Ja, aber trotzdem, ich meine nur so, eine Beta ist ja im Prinzip nur eine Demo, wenn du so willst. Von dem Spiel. Ja, aber die sparen sich die Demo in dem Sinn, ich meine, wenn jetzt ein Spiel rauskommt, du kriegst Diary von den Producern, von den Devs, von den Voice Actern, von den Müttern, von den Haustieren, dann siehst du, wie irgendein Typ einen Kreis malt und die schreiben Big Shit und was der Teufel nicht alle dafür schreibt. Was für Trailer guckst du dir an? die zu dem Pornhub-Spiel. Also ganz ehrlich, du kannst sagen, was du willst, aber die Trailer von Call of Duty finde ich geil. Also ich finde der Black Ops Trailer?
Alter, ja. Die Black Ops Trailer, Black Ops 2 Trailer finde ich super mit dem. Der mit David. Dem, ja, David, mit dem Cleaner da, mit dem. Robert Downey Jr. Robert Downey Jr. Der nee, Trailer, der war so gut und mit FPS Russia und den allen Leuten. Ja. Ich meinst die, sondern hier. Du meinst die für die Erweiterung? Ja, für den DLCs, die fand ich so gut. Der Replacer, ey. Die sind so gut. Aber trotzdem muss das Spiel ja nicht gut sein. Nee, also Call of Duty, ja, ich meine, aber das ist also halt die können, das größte Spiel der Welt, die können sich das leisten. Ja, es geht gar nicht darum, dass sie es leisten können. Das ist einfach das Spiel. Das Spiel ist ein Actionfeuerwerk und die ja. Dinger haben halt einfach Trailer. Einfach so, das ist einfach so einfach mal ein Film. Und das Ding zeigt halt einfach immer, sagen wir mal, immer die besten Szenen im Trailer und sonst was. Das, eigentlich, das Beste eigentlich, was Call of Duty ist eigentlich immer nur die Trailer. Eigentlich sollte es einen Call of Duty Film geben. Michael Bay. Ja, von Michael Bay, warum nicht? Ganz ehrlich, warum nicht? Also solange es nicht schreibt. Ja. Wieso so viel Story gibt's doch, glaube ich, bei Call of Duty, oder? Call of Duty hat schon, es hat immer Singleplayer. Ich habe noch nie einen gespielt, aber keine Ahnung, wie gut die sind. Ja. Aber Kevin, das war jetzt eigentlich deine. Ja, Kevin, da habe ich jetzt eigentlich auch mitgerechnet, dass du jetzt kommst. Kevin. Kevin? Da. Gibt's jetzt gar nicht mehr. Ah. Doch, doch. Ja. Ah. Der versucht sich jetzt nur gerade zu sammeln, um zu gucken. Nee, ich wurde kurz weggerufen von, von deiner unbekannten Maid. Dritten. Du hast unbekannte Dritte in deinem Haus. Solltest Nein, du für vermeiden. Euch und den Rest der Menschheit sind das unbekannte Dritte. Für uns. Bezweifle ich. Ich kenne irgendwie ziemlich alle Menschen in deinem Umfeld, Kevin. Wirklich? Das glaube ich auch. Kennst du sie oder meinst du nur, dass du sie kennst? Ja gut, ich meine, Geheimnisse. Kevin, der Baumi kennt sie vielleicht und der Markus, aber... Kevin, ab wann kann ich Leute bezeichnen, ob ich sie wirklich kenne oder nicht? Erst wenn ich irgendwie mit dem Exitus... warte mal, kannst du kurz den Gedankengang bitte kurz schildern? Ich glaube, das möchtest du nicht. Nee, ich wollte ein anderes Wort wählen, ich wollte nicht Exitus, sondern hier... Ja, lass es lieber. Einfach ein Fachwort für Ficken. Vögel. Sex. Nein, das sollte sich schon irgendwie... Geschlechtsverkehr. Interterminale Chromosomeninjektion? Irgendwas mit C irgendwie. Koitus. Koitus, genau. Koitus. Ah. Ja, ich bezeichne, dass du Leute kennst, wenn du zum Beispiel, ich weiß ja auch nicht, ihren Namen kennst und vielleicht zwei Sätze mit ihnen gewechselt hast. Dann kennst du jemanden. Hey, dann kenne ich, ja, siehst du. Ja. Dann kenne ich aber auch Gabe Newell. Ja, also, kannst du doch sagen. Ich kenne Gabe Newell. Wenn du mal mit ihm wirklich auf der Gamescom getroffen. Ja, also. Und wenn du mit ihm gesprochen hast, dann darfst du jetzt offiziell sagen, dass du Gabe Newell kennst. Würde ich schon sagen. Cool, ich kenne Gabe Newell. Mehr als wir alle anderen. Ja, auf der Gamescom, als Dota da vorgestellt wurde. Beziehungsweise das Turnier da war. Cool, was hat er gesagt? Ja, keine Ahnung, ich habe ihn halt so gefragt, ja hier, bla bla bla, Dota und Foto machen und so. Und ja, kein Ding. Was hast du ein Foto mit Gabe Newell? Nee, nicht mit mir, aber hier die hier von uns, vom Playcast da, ja. Oh. Jetzt ist er neidisch. Du musst sagen, auf dem Bild ist bei Gabe ist so ein Heiligenschein drum und im Hintergrund siehst du so ein Engelschor rumfliegen. Nee, Olli, du hast das Bild doch gesehen. Die waren übrigens, als er das Bild gemacht hat, gar nicht da. Die waren einfach nur auf einmal im Bild. Ja, die kamen einfach so mittendrin, so bumm, Gabe. Die kommen einfach immer bei Gabe. Gabe ist einfach der König. Olli, ich glaube nicht, ob du das zeigen darfst. Hm? So, von bestimmten Personen aus dem Dritten. Ich weiß nicht, hast du was geschickt? Das war Kevin. Achso. Gaben? Nein. Hat Kevin Gaben geschickt? Nee, leider nicht. Dann ist der Post leider inakzeptabel im Moment. Richtig. Dann ist er irrelevant. Ja. Ich meine, ich finde ja sowieso irgendwie mal geil, einfach so einen Film mit Nicolas Cage und Gaben. Alter, ist... Aber willst du das Internet kaputt machen? Ja. Du kannst doch nicht den König des Internet und den König der Gamer vereinen. Warum nicht? Der König des Games. Ja. Ich meine, nee. Stell dir vor, Nicolas Cage in einem Film als Gabe Newell. Gebt dir das mal. Cage-Film. Vielleicht Cage, der Gaben spielt. Ja, das habe ich doch gerade gesagt. Gaben, der Cage spielt. Da müsste der aber, glaube ich, ein bisschen abheben. Ja, ein Bild, wo die beide jeweils die andere Rolle verkörpern. Wie ja, Face-Off, also Face nur mit Gabe Newell und Nicolas Cage. Oh mein Gott, der beste Film. Ja, nein.
Doch. Nein. Doch, das ist der beste Film. Es würde wahrscheinlich die Raumzeitkontinuum umbrechen. Aber wissen wir sehr viel von Gabe Newell, dass wir wissen würden, wie Nicolas Cage Gabe Newell spielen müsste? Wir wissen, dass Nicolas Cage gut ist und wir wissen, dass Gabe Newell unser Lord und Savior ist. Also, was wir lassen ihn einfach interpretieren. Das hat, glaube ich, bei dem Mann nie geholfen. Nicolas Cage ist ziemlich immer hart am Overacten. Markus, zweifelst du etwa an Cage oder Newell? Nee, aber ich bin kurz vorm Einpennen. Oder ich sage nochmal mal Schluss. Das können wir leider nicht tun, weil der Kevin nicht da ist. Oh. Kevin kann ja die letzten Minuten wegschneiden, oder? Nein, nee, das kann der Kevin eben auch ein nicht. Stück auf. Der Kevin ist auch leider nicht in der Lage, das selber zu schneiden, weil dafür müsste er sich ja damit informieren. Und wie wir das ja geklärt haben, kann der Kevin das nicht. Nee, wir sind so, Markus. Weißt du, wenn du das einfach mit einem Broadcast aufnimmst, dann hast du eine fertige Datei, die kannst du direkt hochladen. Mhm. Wenn du es mit irgendeinem anderen Programm machst, keine Ahnung, mit Steak Story oder sowas, dann musst du das erstmal rendern und es dauert ewig und Teil ist größer und was weiß ich was. So ist mit Open Broadcast einfach ein bisschen gechillter. Ja. Wenn wir es ganz gechillt machen würden, würden also wir theoretisch könnte man es schneiden, aber es wäre dann halt wieder den Aufwand. Ja. Was ich auch irgendwie geil finden würde, wenn Dark Souls kommt ja dann auch bei Steam raus, Dark Souls 2, und wenn die dann von Valve einfach mal so reinbringen, so dass du irgendwie so kurz vorm Boss bist und du auf einmal so invaded wirst von Gaben. Genau. Aber Olli, das würde den Endkampf irgendwie nicht so geil machen wie den Kampf gegen Gaben. Das ist richtig. Das oder so beim Tower Knight. Beim Tower Knight, dass dann so aus dem Schild einfach so Gaben rauskommt. Give me your best shot for Gaben is my shield. Ja. Das ist ja korrekt. Ich find's interessant. Nee, ich find's irgendwie anticlimactic, wenn Gaben sozusagen nicht der Endboss ist. Wenn Gaben schon im Spiel ist, dann musst du auch der Endboss sein. Oder Gaben ist so leer. Oh ja. Weil das spielt ja irgendwie, glaube ich, so 150 Millionen Jahre nach Dark Souls. Und dann muss halt irgendwie jemand so leer ersetzen, ne? Wobei es sind schon Hinweise dafür, dass es wieder Patches gibt. Ja. Aus unerklärlichen Gründen. Ja, der hat halt so viel Humanity, dass der irgendwie unsterblich ist. Das würde sogar Sinn machen. Oder Patches ist sogar so funktionieren. Dass jetzt so blöd ist zu sterben. Patches ist der letzte Lord. Es gibt einen fünften. Das weiß nur keiner. Nein, Patches hat einfach sich die Lord-Szene am Ende geklaut. Er ist der Lord. Das ist geil. Und dann einfach so, ganz ehrlich, die Geschichte von Dark Souls 2 wird so sein, dass du irgendwie so ein Typ von Patches bist und der dich einfach irgendwo so ein Loch runterkickt und dann so fuck you und dann irgendwie ja hier auf den Racheverzug gegen Patches. Ich weiß nicht, Patches mag gerne Leute Löcher runterkicken. Das hat er jetzt bis jetzt in jedem Souls-Spiel gemacht. In allen zwei. Ja, das ist schon mal die einzige selbe Sache, die in beiden Souls-Spielen drin ist, oder? Ja. Das ist richtig. Ja. Also kann ich doch höchst sehr wahrscheinlich davon ausgehen, dass es nochmal geschehen wird. Ich bin auch dafür, dass es noch einfach nur weil. Ja. Muss keinen Sinn machen. Ja. Und der muss sich dann einfach nochmal so fragen, hey, bist du irgendwie ein Heiliger oder so? Nee. Ach hier, dann unten, da ist ein Schatz. Guck den dir mal an. Und dann ist er dir genau dieselben. Der gibt den Demon's Souls genau denselben Text. Und er hat auch. Er macht genau dasselbe, immer wieder. Patches ist so ein Scumbag. Ja. Hat jemand irgendwas anderes behauptet? Ich weiß nicht. Nein, leider nicht. Das Problem ist, wir können es nicht beenden, weil Kevin nicht da ist. Ja. Wir werden jetzt gezwungen, uns Thema aus den Fingern zu saugen oder irgendwie die Zeit zu füllen, bis Kevin wieder da ist. Kevin ist ein Scumbag. Das sollten wir jetzt. Wir haten jetzt einfach stundenlang auf Kevin. Ja. Wie ist denn der Kevin so privat? Das ist so eine dumme Frage, das weißt du genau. Der ist genau so wie. Der nimmt hier nicht für eine tolle Rolle an. Das ist dem zu viel Arbeit. Ja. Gut, nee. Ist eigentlich ein Subreddit von Fako? Gute Frage. Sollte man investigativ mal nachschauen. Nur die Frage ist, was hat das mit Kevin zu tun? Ist egal, das ist wichtiger.
Ja. 58 Abonnenten. Nur? Das ist irgendwie mickrig. Irgendwie habe ich mehr erwartet. Ich meine, irgendwie Faku ist doch irgendwie voll riesig. Ja, aber die Leute gehen halt auf Faku und nicht auf Reddit. Ja, ich werde irgendwie. Ich hätte Faku wird irgendwie so ähnlich wie hier Imager benutzt für irgendwelche Hentai-Reddits. Wo sie dann hier immer ihre Quellen rausziehen. Mhm. Hast du mal den Link dazu? Such doch selber! Kannst einfach auf reddit.com/r/faku. Olli! Wir haben das doch heute geklärt. Yeah! Gibt's denn da so viele? Da gibt's bestimmt nicht so viele. Da machen eigentlich die Leute genau dasselbe, wie sie bei Faku auch machen. Sie lachen sich über die komischen Sachen da kaputt, die da vorgestellt werden. Warst du schon mal im Faku-Forum? Nein, ich war nur auf den Faku-Kommentaren. Ich habe mich gefürchtet, weiterzugehen. Ich weiß nicht, aber wenn irgendwie Leute im Faku-Kommentare irgendwie sich wegen irgendwas beschweren, was irgendwie sehr, sehr komisch ist, dann tut mir leid. Das ist dann. Warum ist eigentlich das komplette Gegenteil? Ich meine, da gibt es auch sinnvolle Sachen. Was für sinnvolle Sachen? Wir reden gerade vom Faku-Forum. Du sagst mir, dass es da sinnvolle Sachen gibt. Was gibt's denn da so Sinnvolles zu bereden, Olli? Zum Beispiel über welche Teile beim Gaming-PC wichtig sind? Das gibt's. Ich bin übrigens wieder da. Mhm. Ich muss du jetzt die Aufnahme beenden. Ja, ich wollte gerade sagen, also wir sollten das, glaube ich, so langsam. Wir warten nur darauf, dass du wiederkommst. Ja, ich weiß. Ich muss ja das Schlusswort setzen. Also gut. Dann, meine Damen, meine Herren, das war Nummer 10 des Panzercasts. Mit mir waren diverse Menschen. Die wir nicht namentlich nennen dürfen oder wollen. Und wir, die königliche Hoheit. Okay, also mit mir waren Nico, der Olli, der Baumi. Hallo. Und der Markus. Kevin, wird das jetzt zum Standard, dass wir uns irgendwie so namentlich verabschieden? Das ist sehr kacke. Ich wollte das jetzt wegen der Kevin, Nummer 10. Ich weiß nicht, aber so nach irgendwie gefühlten 2-3 Stunden sollte man schon wissen, wer hier irgendwie gerade was am Laden ist. Ja, moralisch verpflichtet, jetzt nochmal auf die rumzuhaten, weil du uns gerade hier einfach so hängen hast lassen, wollten, aber nicht konnten. Kevin, Scheiße, gut. Also. Der Markus hat gesagt, das ist gut. Also, nein, da können wir uns nicht mehr dagegen wehren. Also, der Markus hat gesagt, das ist gut. Gut bewertet. Und damit beenden wir das. Bis zum nächsten Mal.